Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Vorlesung. Darf ich Sie bitten? Darf ich Sie bitten? Darf ich Sie bitten um Ruhe? Bitten, danke schön. Und zwar jetzt wieder in die Vorlesung 19. Ich hoffe, das zeichnet auf. Hatten Sie gesehen? Ja? Mal gucken. Sollte jetzt jeder eigentlich sehen. Ah, okay. Gut, also Aufgabe, ja, hier zunächst mal zu den Variantenschätzungen. Das hatten wir letzte Woche gemacht, wie gesagt, also das wiederhole ich jetzt nochmal ganz kurz, um was es da ging. Stellen Sie sich mal vor, man hat jetzt hier dann letztendlich im Endeffekt eine IID-Zufallszahl mit Erwartungswert, jetzt hier dann Mu und Varianz Sigma Quadrat für jeweils alle. Also das muss jetzt nicht normalverteilt sein, kann natürlich aber. Und dann möchte man jetzt hier vielleicht die Varianz schätzen. Das ist der Parameter, den man jetzt hier dann schätzen würde. Und ich habe jetzt hier dann die mittlere quadratische Abweichung auf Erwartungstreue untersucht. Erwartungstreue, meine Damen und Herren, war gewesen, wenn der Erwartungswert der Schätzfunktion natürlich jetzt hier den wahren Parameter jetzt hier dann ergibt, nicht wahr? Also sprich, wenn man sozusagen jetzt im Durchschnitt davon ausgehen kann, dass man jetzt hier dann das bekommt, was man jetzt hier dann gerne hätte. Das ist jetzt hier dann bei der mittleren quadratischen Abweichung nicht der Fall gewesen. Also die mittlere quadratische Abweichung, meine Damen und Herren, ist natürlich jetzt hier dann der Mittelwert aus der Summe quadrierter Abweichung, einzelne Beobachtung zum arithmetischen Mittel der Stichprobe, das jetzt hier dann als Zufallsvariable jetzt hier dann gesehen. Und wir hatten jetzt hier dann gesehen, wie gesagt, also um das jetzt hier nochmal wiederholen, also ich wiederhole jetzt mal nicht die einzelnen Schritte, schauen Sie sich das aber vielleicht mal ganz jetzt hier dann noch mal in Ruhe an. Das ist jetzt hier dann nicht schwer, das zu machen, aber der Weg ist dann doch ein bisschen steinig, ja, also dann vielleicht, wenn man es ein bisschen lange rumrechnen würde, ich würde das jetzt hier dann in dem Fall für die Klausur als zu schwer betrachten, ja, also nur, dass Sie dann vielleicht vom Behältnis her das jetzt hier dann für die Klausur sehen, aber nicht für die Vorbereitung der Klausur, ja, das heißt also für die Vorbereitung der Klausur, tun Sie sich das mal bitte dann an, aber in der Klausur selbst wird das natürlich nicht so lang sein, weil dann natürlich jetzt hier dann Sie entsprechend jetzt hier dann lange da jetzt hier dann rumsitzen müssen. Wir haben jetzt hier dann gesehen, passen Sie auf, also nur, dass Sie das jetzt hier dann überspringen und worauf Sie sich jetzt hier vielleicht achten sollen, dass der Erwartungswert der Schätzfunktion, meine Damen und Herren, nicht der Varianz jetzt hier dann entspricht. Nicht wahr? Das heißt also, da kommt jetzt hier dann nicht die Varianz raus, jetzt vom Erwartungswert her. Das ist sozusagen in Anführungszeichen ein Problem, was wir jetzt hier dann angehen müssen. Das bedeutet also, die mittlere quadratische Abweichung ist nicht erwartungstreu für die Varianz der jeweiligen Beobachtung, jetzt hier, wenn man die dann schätzen wollen würde. Ja, das ist sozusagen die Moral von der Geschichte, die wir jetzt hier dann letzte Woche schon hatten. Ja gut, dann ist die Frage, ja gut, was passiert dann? Wir müssen dann im Prinzip diesen Schätzfehler korrigieren. Der Schätzfehler, oder man sagt jetzt hier dann auch dazu, jetzt hier dann Bias, das ist jetzt was Neues, ist jetzt hier dann nichts anderes als die Differenz zwischen dem Parameter und dem Erwartungswert der Schätzfunktion. Ja, also Erwartungswert der Schätzfunktion minus der Parameter ergibt ja sozusagen die Verzerrung der Schätzung oder der sogenannten Bias der Schätzung. Das ist jetzt sozusagen das Gleiche. Also das Wort Bias hat natürlich jetzt hier einen Einzug in den Fachjargon jetzt hier dann erhalten. Also das war jetzt, ne, also im Prinzip jetzt hier dann Verzerrung einer Schätzfunktion. Verstehen wir jetzt hier dann eigentlich nichts anderes als die Differenz des Erwartungswert der Schätzfunktion minus den Parameter. Nicht wahr? Das heißt also, wenn letztendlich im Endeffekt ja null ist, na, also die Verzerrung, dann ist die Schätzung erwartungstreu. Das heißt also, eine Schätzung ist ja im Prinzip dann erwartungstreu, dann und nur dann, wenn ja im Prinzip die Verzerrung jetzt hier dann null ist. Ne? Also das ist sozusagen äquivalent dazu. Wenn die Verzerrung null ist, ist die Schätzung erwartungstreu. Wenn die erwartungstreu ist, muss natürlich die Verzerrung dann null sein. Ich glaube, das folgt jetzt hier dann daraus. Also wie gesagt, dann und nur dann ist eine Schätzung zu einer erwartungstreu, wenn jetzt hier sie unverzerrt ist, so sagt man das jetzt hier dann dazu. Und unverzerrt heißt natürlich jetzt hier dann auf Englisch unbiased, ja, also das ist sozusagen auch die Übersetzung für Erwartungstreue, meine Damen und Herren, ja, also nur, dass Sie das dann wissen, okay. Also wie gesagt, es reicht ja im Prinzip jetzt, wenn man jetzt hier dann beispielsweise weiß, dass jetzt hier dann die Verzerrung der Schätzung dann null ist, offensichtlich ist jetzt hier dann im Prinzip, ja, also das hatte ich jetzt auch schon mal gesagt, ne, gerade jetzt hier, wenn die Schätzung erwartungstreu ist, dann ist die Verzerrung null, wenn die Verzerrung null ist, dann ist die erwartungstreu. Das folgt jetzt hier dann quasi jetzt hier dann, also das eine aus dem anderen. Das ist bei der mittleren quadratischen Abweichung nicht der Fall offensichtlich, weil da ist die Verzerrung jetzt hier dann eben nicht null, ne? Deswegen, also sieht man jetzt hier dann eigentlich auch nochmal gleich, das hatte ich jetzt hier nochmal zusammengefasst, also da der Erwartungswert jetzt hier dann das gewesen ist, nicht wahr, beziehungsweise das hier, also ich hatte jetzt hier das nochmal auch ausgeklammert, also man könnte das jetzt hier dann n durch n mal Sigma Quadrat jetzt hier dann nehmen, minus Sigma Quadrat geteilt durch n, also das wäre jetzt hier dann Sigma Quadrat mal jetzt in Anführungszeichen, also ne, wenn man das jetzt hier dann ausklammern würde, ich hatte das jetzt hier dann vorhin schon gerade gehabt, n minus 1 geteilt durch n, nicht wahr, das ist sozusagen das Gleiche, darauf komme ich jetzt hier nochmal zurück.
Also wenn das jetzt hier dann letzte im Endeffekt, ne, wenn man dann die Verzerrung dann davon berechnen würde, das können Sie mal tun. Ja? Also wenn die Schätzung erwartungstreu war, ist die Verzerrung ja null. Wenn sie nicht erwartungstreu war, können Sie das berechnen. Eigentlich ist es nur dann interessant, wenn es jetzt nicht erwartungstreu war. Das ist die Differenz des Erwartungswertes der Schätzfunktion minus der Parameter. Und wenn ich das jetzt hier dann quasi dann rechne, meine, ich kann das jetzt hier dann direkt jetzt hier nochmal dann machen. Nee, deswegen habe ich das jetzt hier nicht ausmultipliziert, weil man das jetzt hier dann daraus dann direkt berechnen kann, dann ist natürlich jetzt hier dann die Verzerrung das hier, ne? Also minus Sigma Quadrat geteilt durch n, nicht wahr? Das ist sozusagen jetzt hier dann das, was jetzt hier dann übrig bleibt. Also um diesen Wert verschätze ich mich jetzt hier dann quasi im Durchschnitt, ne? Wenn man sozusagen das jetzt hier dann hat. Das heißt, die Schätzfunktion macht im Durchschnitt nicht das, was es machen sollte, zumindest im Hinblick jetzt hier dann auf den Erwartungswert der Schätzung. Das ist die Moral von der Geschichte, eigentlich das, was wir gelernt hatten letzte Woche. Ich habe das jetzt hier nur zusammengefasst mit einem neuen Konzept. Also das neue Konzept heißt jetzt hier dann Verzerrung der Schätzfunktion oder Bias. Sie können auch Bias sagen, das ist eigentlich egal. Ja, also wie gesagt, das hat jetzt hier dann Einzug, ja, jetzt hier dann in die Statistik erhalten. Also quasi auch im Deutschen sagt man jetzt hier einen Bias dazu. Das hat dann eigentlich also so solche Anglizismen hat man jetzt hier dann übernommen. Das heißt, passen Sie auf. Jetzt definiere ich im Prinzip jetzt hier eine korrigierte Version davon. Das bedeutet, also da hatten mich schon Leute gefragt, was hat es jetzt hier mit dieser korrigierten Version auf sich, ohne im Prinzip jetzt hier dann sich jetzt hier nochmal darüber Gedanken zu machen. Jetzt kommt sozusagen die Auflösung dessen, nicht wahr? Ich werde jetzt hier im Prinzip diese Schätzfehler, ne, die man jetzt hier dann hat, korrigieren. Und zwar mit Hilfe der sogenannten korrigierten Stichprobenvarianz. Sie können auch jetzt hier dazu sagen, auch Stichprobenvarianz. Also wenn Sie sagen Stichprobenvarianz, das ist jetzt hier dann die andere Schätzfunktion. Die wird dann erwartungstreu sein. Das heißt, je nachdem, wie ich sie dann definiere, ja, das werden Sie jetzt hier gleich mal sehen. Im Unterschied zu der mittleren quadratischen Abweichung, ich bezeichne das jetzt hier mit S-Quadrat, im Unterschied zu der mittleren quadratischen Abweichung wird ja sozusagen die Schätzfunktion erwartungstreu sein. Die mittlere quadratische Abweichung jetzt hier dann quasi als Vergleich ist es eben halt nicht. Ne? Das ist sozusagen der Unterschied. Und die Anwendung jetzt hier dann dazu wird wie folgt dann aussehen, und zwar die Definition, also dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, weil das ist jetzt hier im Prinzip zunächst mal auf den ersten Blick das Gleiche. Sie berechnen die quadrierten Differenzen einzelner Beobachtungen zum arithmetischen Mittel. Das machen Sie eigentlich auch im Prinzip bei der mittleren quadratischen Abweichung auch. Dann heißt, also das als nächstes summieren Sie das dann auf. Das heißt, Sie berechnen die Summe der quadrierten Differenzen, nicht wahr? Und jetzt kommt's. Jetzt teilen Sie das jetzt hier dann nicht durch den Stichprobenumfang, sondern Sie teilen das jetzt hier dann durch die sogenannte Anzahl der Freiheitsgrade, meine Damen und Herren. N minus 1 wird jetzt hier in dem Fall dann sein. Also das ist dann nur jetzt hier dann quasi als Information. Anzahl der Freiheitsgrade, das werde ich jetzt gleich noch mal später auf der Folie dann zeigen, aber das ist jetzt hier das Ziel, noch mal wissen. Also gerade, was ist nun mal der Unterschied jetzt hier zwischen der korrigierten Stichprobenvarianz und der mittleren quadratischen Abweichung? Also dass Sie jetzt hier noch mal den Unterschied dann sehen. Die mittlere quadratische Abweichung jetzt hier dann quasi als Zufallsvariable geschrieben war jetzt hier dann auch zunächst mal die Summe quadrierte Abweichung einzelnen Beobachtungen jetzt hier dann vom arithmetischen Mittel. Das ist sozusagen also der Teil, den Sie jetzt hier dann bei der Formel sehen. Ich war von hier bis dahin, nicht wahr? Also den finden Sie natürlich auch wieder. Das ist die gleiche Summe. Der Unterschied ist jetzt wieder nur, dass die Summe nicht durch den Stichprobenumfang geteilt wird, wie jetzt hier dann bei der mittleren quadratischen Abweichung, sondern durch die Anzahl, die sogenannte Anzahl der Freiheitsgrade, wenn man es so will. Also DF, ja, nur dass Sie das dann später nochmal sehen werden. DF heißt Degrees of Freedom, also auf Englisch heißt es auch Freiheitsgrade, meine Damen und Herren. Das hat weder was mit Freiheit zu tun, noch was mit Graden zu tun. Und mit Freiheitsgraden ist recht nicht, das ist nur ein Fantasiename, verstehen Sie, was ich meine? Das sorgt jetzt hier nur dafür, dass die Varianzschätzung unverzerrt wird, ja, wenn ich dann sozusagen das jetzt hier dann anwende. Also nur, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Das ist sozusagen die Gegenüberstellung. Das bedeutet also, die gleiche Summe, ne? Quadrierte Abweichung, einzelne Beobachtungen jetzt hier dann vom arithmetischen Mittel, teilen Sie jetzt hier dann nicht durch den Stichprobenumfang, wenn Sie eine erwartungstreue Schätzung jetzt hier dann machen wollen, sondern durch die Anzahl der Freiheitsgrade, meine Damen und Herren, das ist sozusagen der Unterschied. So, es ist die Frage, wann benutzt man das eine, benutzt man das andere, nicht, also wann korrigiert man das und wann nicht. Ja, da gibt es nämlich auch nochmal, wie gesagt, jetzt hier dann auch jetzt hier dann Hinweis von mir dazu, ja, so damit Sie das jetzt ja auch nochmal dann wissen, aber das stellen wir jetzt erstmal zurück, ja, also das heißt also, wir werden jetzt einfach nur jetzt hier dann erstmal über den formalen Unterschied jetzt hier dann unterhalten. Der Ausdruck n-1 heißt hier Anzahl der Freiheitsgrade, meine Damen und Herren, also man kann das auch Freiheitsgrade nennen, aber korrekt wäre das jetzt hier dann Anzahl der Freiheitsgrade, Degrees of Freedom, wie gesagt, Freiheitsgrade ist ein Fantasiename, das hat weder was mit Freiheit zu tun, noch hat das mit Graden zu tun, meine Damen und Herren, also man kann sich das jetzt hier dann so vorstellen, sowas wie die Netto Anzahl der Beobachtungen, die man dann hat, aber das, darauf komme ich jetzt hier nochmal dann zurück. Ja, dieser Begriff Nettoanzahl der Beobachtungen stammt von mir. Ja, aber das ist jetzt nicht ganz präzise. Ich sage mal gleich, was ich jetzt hier dann meine. Ja, also Sie kennen
kennen ja vielleicht den Unterschied brutto und netto. Ne? Also ne? Das ist sozusagen was Ähnliches. Ja? Aber darauf komme ich jetzt hier nochmal dann zurück. Jetzt passen Sie auf. Das ist nochmal, wie gesagt, der Unterschied jetzt hier dann zur mittleren Rapschen Abweichung. Es ergibt sich jetzt hier nämlich, passen Sie auf, die folgende Beziehung zwischen den beiden. Hören Sie, wenn Sie das eine kennen, können Sie dann automatisch auch das andere berechnen. Ja? Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel mal angenommen zuerst die mittlere Rapschen Abweichung berechnet haben, können Sie vielleicht Folgendes erkennen: Wenn Sie die mittlere quadratische Abweichung mit dem Stichprobenumfang mal nehmen, also hier, dann bekommen Sie jetzt hier im Prinzip die Summe quadrierter Abweichungen einzelner Beobachtungen jetzt hier vom arithmetischen Mittel heraus. Ja? Also das ist sozusagen die gleiche Summe, die steht jetzt hier dann auch, die ist auch hier dabei. Ich mache das jetzt hier vielleicht nochmal neu mit der Markierung. Ich glaube, das sieht man jetzt hier dann besser. Also schauen Sie sich das mal vielleicht hier unten an. Wenn Sie also nochmal, wenn Sie die mittlere quadratische Abweichung mit dem Stichprobenumfang multiplizieren, was bekommen Sie dann heraus? Sie bekommen jetzt hier dann heraus die Summe der quadrierten Abweichung einzelner Beobachtungen vom arithmetischen Mittel heraus, nicht wahr? Weil der Mittelwert, also im Prinzip jetzt hier dann, sich dann ergibt, wenn Sie die Summe jetzt hier dann durch den Stichprobenumfang teilen, wenn Sie jetzt hier dann diese Division wieder rückgängig machen, indem Sie jetzt hier den Stichprobenumfang mal nehmen, bekommen Sie sozusagen jetzt hier dann wieder die Summe dann heraus. Und das ist natürlich genauso groß wie die Summe jetzt hier dann auf der anderen Seite, nämlich wenn Sie jetzt hier dann das hier bekommen würden, nicht wahr? Und das hier würden Sie bekommen, wenn Sie jetzt hier dann die korrigierte Stichprobenvarianz mit der Anzahl der Freiheitsgrade multiplizierten. Das heißt also, wenn Sie die korrigierte Stichprobenvarianz mit der Anzahl der Freiheitsgrade multiplizieren, bekommen Sie exakt dasselbe raus, wie wenn Sie die mittlere quadratische Abweichung mit dem Stichprobenumfang mal nehmen. Das ist sozusagen das, was jetzt hier dann auf der Folie dann steht. Na, das sollten Sie sehen, weil in beiden Fällen kommt nämlich die Summe heraus, die hier bzw. die hier. Na, also da machen Sie das wieder rückgängig und da können Sie sozusagen mit dieser Gleichung jetzt hier dann das eine aus dem anderen berechnen. Ja? Also wenn Sie die mittelquadratische Abweichung berechnet haben, zum Beispiel mit dem Verschiebungssatz, ja? Also den können Sie dann mit dem Verschiebungssatz berechnen, Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts, dann multiplizieren Sie das Ergebnis mit dem Stichprobenumfang und teilen das durch Anzahl der Freiheitsgrade und dann bekommen Sie jetzt hier dann die korrigierte Stichprobenvarianz heraus. Ja? Das heißt, Sie können dann sozusagen problemlos jetzt hier dann von einem ins andere übergehen, ohne dass Sie das jetzt wieder neu berechnen müssen. Ja? Das heißt also, wenn ich Ihnen beispielsweise jetzt hier dann die mittelquadratische Abweichung geben würde, wenn ich Ihnen den Stichprobenumfang geben würde, dann sollten Sie in der Lage sein, die korrigierte Stichprobenvarianz hier dann erstmal zu bestimmen. Ja? Wann man jetzt hier dann das eine bestimmt und wann man das andere bestimmt, darüber reden wir noch. Aber wie gesagt, erstmal nur, dass Sie das jetzt hier dann sehen. Die erste Eigenschaft der korrigierten Stichprobenvarianz im Vergleich jetzt hier dann zu der mittleren Rapschen Abweichung wird sein, dass die korrigierte Stichprobenvarianz, meine Damen und Herren, erwartungstreu ist, also jetzt hier dann quasi in Abgrenzung zu der mittleren Rapschen Abweichung. Wenn Sie sich das jetzt hier nochmal dann anschauen, also wenn ich jetzt hier sozusagen die korrigierte Stichprobenvarianz nehme, als Schätzfunktion dafür, meine Damen und Herren, ne, also wenn, ich habe jetzt nicht gesagt das, sondern ich habe gesagt wenn, ja, dann würde sich jetzt hier dann für die erwartungstreue folgende Konsequenz ergeben, das sehen wir jetzt hier dann auch nochmal gleich, und zwar passen Sie auf, das hatten wir jetzt hier dann für die mittlere quadratische Abweichung herausbekommen. Sie merken ja hier, dass das jetzt hier dann nicht Sigma Quadrat ist, das bedeutet also, wenn jetzt hier dann nicht der wahre Parameter herauskommt, nicht wahr, das ist sozusagen der Stoff von letzter Woche, dann würden Sie jetzt hier dann quasi jetzt hier dann richtigerweise daraus schließen können, dass die Schätzung verzerrt ist. Ich meine, offensichtlich ist das hier dann der Fall. Aber das wird nicht verzerrt sein, denn wenn ich jetzt hier dann den Erwartungswert von dem bestimmen kann, dann kann ich das jetzt hier dann quasi aus dem Erwartungswert jetzt hier dann der mittleren quadratischen Abweichung bestimmen. Das sieht man nämlich dann auch ganz leicht. Also das heißt, was Sie das jetzt hier nochmal auf der Folie dann sehen, ich ersetze dann sozusagen, wenn ich den Erwartungswert jetzt hier dann davon berechnen will, muss ich einfach jetzt hier dann nur diese Gleichung nehmen. Warum? Weil ich den Erwartungswert davon schon berechnet habe. Na, das heißt also, ich benutze sozusagen jetzt hier dann das Ergebnis davon, und um jetzt hier dann den Erwartungswert der korrigierten Stichprobenvarianz jetzt hier dann zu bestimmen. Und das ist jetzt hier dann nichts anderes als eine Lineartransformation, meine Damen und Herren. Erwartungswert, eine Lineartransformation ist die Lineartransformation des Erwartungswertes. Ich hoffe, dass Sie das noch wissen. Und im Prinzip sieht man jetzt ja eigentlich, also hier aus dieser Gleichung, das sieht man jetzt hier dann eigentlich auch schon, dass die korrigierte Stichprobenvarianz eine Lineartransformation ist der mittleren quadratischen Abweichung. Ich wiederhole, die korrigierte Stichprobenvarianz ist eine Lineartransformation der mittleren quadratischen Abweichung. Wenn ich also im Prinzip jetzt hier dann den Erwartungswert davon bestimmen will, muss ich einfach nur den Erwartungswert an der Lineartransformation bestimmen. Und da Sie ja wissen, dass der Erwartungswert an der Lineartransformation die Lineartransformation des Erwartungswertes jetzt hier dann ist, also das hatte ich schon mal mehrfach gesagt, also die Formel steht ja hier dann unten, Erwartungswert von a plus b mal eine Zufallszahl ist a plus b mal der Erwartungswert der Zufallszahl. Bitte beachten Sie, dass jetzt hier dann d Quadrat eine Zufallszahl ist, denn es gibt hier keine Stichprobe, ganz einfach. Also Sie haben jetzt hier noch keine Beobachtung gesehen. Ich habe die jetzt hier noch nicht konkret berechnet, verstehen Sie? Das ist ja alles nur im Prinzip ja theoretisch, ne? Das sehen Sie ja hier dann auch.
Erwartungswert jetzt hier dann, diese Lineartransformation, der Zufall ist AD-Quadrat, ist natürlich jetzt hier dann die Lineartransformation dessen, das sollten Sie hinkriegen, nicht? Also, wie gesagt, wenn Sie das wissen und das wissen, dann sollten Sie den Erwartungswert berechnen können, ja? Also, so wäre das zum Beispiel jetzt hier dann für die Klausur noch vertretbar, nicht wahr? Das Einzige, was Sie wissen müssen, wie man den Erwartungswert der Lineartransformation bestimmt, und das ist jetzt etwas, was ich voraussetze, meine Damen und Herren. Das mache ich seit gefühlt, also was weiß ich, seit mindestens einem Monat schon, ja? Also, ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht mehr sehen, also, es ist gut, dass wir jetzt ein bisschen Pause haben und so, weil ich muss ein bisschen runterkommen. Sie verstehen, was ich meine, ja? Also da dreht man so ein bisschen dann irgendwann mal durch, ja, wenn man das jetzt den ganzen Tag sieht, ja? Also davon mal abgesehen, ich kann ja schon verstehen, dass Sie da auch mal eine Pause brauchen, ja? Aber glauben Sie mir, ich habe da ganz andere Probleme. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. So, jetzt passen Sie auf. Ich ersetze sozusagen den Erwartungswert davon, nicht wahr? Also davon, der steht hier. Setzen Sie das mal ein und dann merken Sie ja im Prinzip, dass sich dann also die ganzen Zeugs herauskürzen. N geteilt durch N minus 1 mal N minus 1 geteilt durch N mal Sigma Quadrat ergibt offensichtlich Sigma Quadrat. Das heißt, siehe da, der Erwartungswert hiervon ist das hier. Daraus folgt im Prinzip, dass die Schätzung unverzerrt ist. Das bedeutet also, dann S Quadrat ist erwartungstreu, meine Damen und Herren, jetzt hier dann für die Varianz der Zufallszahlen, die ich jetzt hier dann schätzen möchte, meine Damen und Herren. Sigma Quadrat war der Parameter, den ich schätzen würde. Und ich bekomme den sozusagen im Durchschnitt dann wieder, weil der Erwartungswert jetzt hier dann davon im Prinzip, meine Damen und Herren, Sigma Quadrat ist. Ne? Also das ist sozusagen jetzt hier dann die Anwendung dessen. Jetzt passen Sie auf. Also das habe ich jetzt hier dann rausbekommen, sodass ja im Prinzip jetzt hier dann die Schätzfunktion ja dann erwartungstreu ist für den Parameter, den ich jetzt hier damit schätzen will. Im Unterschied jetzt hier dann zu der mittleren quadratischen Abweichung, meine Damen und Herren, die nicht erwartungstreu ist. Ne, da hatten wir jetzt hier dann sozusagen die Korrektur jetzt hier dann uns dann angeschaut. Ja? Jetzt ist die Frage, wann benutzt man das eine, wann benutzt man das andere? Aber wie gesagt, darauf gehe ich jetzt hier nochmal dann ein. Da müssen Sie jetzt erstmal sich jetzt hier nochmal quasi von der Intuition her überlegen, was es mit diesen Freiheitsgraden auf sich hat. Ich meine, ich habe jetzt hier das dann quasi schon bewiesen, in Anführungszeichen, dass es damit dann funktioniert. Das heißt also, wenn Sie mit der Anzahl der Freiheitsgrade die Summe der quadrierten Abweichungen der einzelnen Beobachtungen vom arithmetischen Mittel teilen, anstatt jetzt hier mit dem Stichprobenumfang, dann bekommen Sie wiederum eine erwartungstreue Schätzung heraus. Das heißt, im Prinzip brauchen Sie keine Intuition mehr, weil die Begründung ist natürlich jetzt hier dann auch die, dass die Schätzung ja so erwartungstreu werden würde. Aber zunächst mal, dass Sie das einordnen können, warum ist da im Prinzip jetzt hier dann irgendwie das mit den Freiheitsgraden jetzt hier zunächst mal auch von der Intuition her letzten Endeffekt jetzt hier dann irgendwie dann notwendig? Jetzt passen Sie auf. Sie möchten ja im Prinzip die Varianz der Grundgesamtheit schätzen. Das ist ja sozusagen das Problem. Die Varianz ist aber was? Die Varianz ist, meine Damen und Herren, ein Maß, also wenn es jetzt hier sich auf die Grundgesamtheit bezieht, ein Maß für die quadrierten Abweichungen der Beobachtung zum Erwartungswert, meine Damen und Herren, weil der Erwartungswert natürlich jetzt hier dann nichts anderes ist als der Parameter aus der Grundgesamtheit, nicht wahr? Das ist sozusagen also das, was jetzt hier im Prinzip jetzt hier dann hatte. Das heißt also, das ist ja im Grunde genommen der Erwartungswert, ist ja der Mittelwert jetzt hier dann von der Grundgesamtheit. Das Problem ist natürlich, dass man die Grundgesamtheiten in der Regel, also sprich in der Praxis, nicht kennt, nicht wahr? Also in den meisten Fällen, woher denn, nicht? Also wer sagt mir im Prinzip dann, was die Grundgesamtheit dann ist, also beziehungsweise wie sie konkret dann aussieht, wie die Verteilung ist und so weiter. Das steht ja nicht in den Daten, ja? Wenn Sie Daten beobachten, steht ja nicht letzten Endeffekt ja im Excel-File jetzt hier dann drin, wo die Daten herkommen, meine Damen und Herren, nicht wahr? Das ist ja das Problem. Das heißt, niemand weiß ja im Prinzip, was der Erwartungswert jetzt hier dann ist, nicht wahr? Und ich möchte sozusagen jetzt hin, obwohl ich jetzt ja den Erwartungswert ja nicht weiß, möchte ich ja im Prinzip die Streuung um den Erwartungswert schätzen, weil das ja im Prinzip jetzt hier dann die Varianz der Grundgesamtheit ist, verstehen Sie? Ich wäre sozusagen auf etwas angewiesen, was ich ja kennen müsste, damit ich ja sozusagen die Streuung im Prinzip jetzt hier dann schätzen würde. Und dann ist die Frage, wie soll ich dann etwas schätzen, ja? Also wie soll ich im Prinzip jetzt hier dann die Streuung um etwas schätzen, wenn ich nicht mal weiß, was es dann sein soll, ja? Also verstehen Sie, ja? Ich möchte ja die Streuung um den Erwartungswert schätzen, aber ich kenne ja nicht mal den Erwartungswert, ja, wie soll das dann gehen, ja? Und die Statistik sagt, mach nichts, weil das ist nämlich das, was die Theorie sagt, man muss nicht den Erwartungswert kennen, selbst dann nicht, wenn man die Streuung um den Erwartungswert jetzt hier dann schätzen will. Das ist sozusagen die Erklärung dafür, ja? Also nur, dass Sie aber die Problematik verstehen, woher zumindest von der Intuition her diese Verzerrung dann kommt, ja? Das heißt, die Grundgesamtheit ist ja unbekannt. Ja, was dann soll es im Prinzip der Erwartungswert sein? Niemand kennt ja den Erwartungswert, nicht wahr? Wenn die Grundgesamtheit ja nicht da ist, nicht? Also das heißt aber, dann können Sie natürlich jetzt hier dann auch die Streuung um den Erwartungswert jetzt hier dann nicht hinreichend schätzen, weil Sie wären auf den Erwartungswert angewiesen, ja, wenn Sie die Streuung um den Erwartungswert herum schätzen wollen würden. Das ist das Problem. Ja, das heißt also, um die Varianz der Grundgesamtheit zu schätzen,
müssten sie eigentlich den Erwartungswert kennen. Weil der Erwartungswert ja im Prinzip, also der Erwartungswert, ne, also der Zufalls, der jeweiligen Zufallszahlen, die jetzt aus der Grundgesamtheit dann kommen, nicht wahr? Also beziehungsweise die Varianz, ja, die Streuung um diesen Wert jetzt hier dann quasi messen würde, wenn ich diesen Wert ja nicht kenne, wie soll man das jetzt hier dann letzten Endeffekt ja dann machen? Das bedeutet also, Sie müssen ja im Prinzip ja dafür den Erwartungswert ja selbst schätzen. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist sozusagen das Problem. Aber diese Schätzung kann ja daneben gehen. Wenn Sie sich verschätzen, was ja eigentlich im Prinzip ja die Regel ist als die Ausnahme, dann kann natürlich jetzt hier dann auch die Streuung um den Erwartungswert herum nicht richtig geschätzt werden. So einen Fall hätten Sie dann zum Beispiel, wenn Sie dann zum Beispiel die Varianz der Körpergröße schätzen und dann stellen Sie vielleicht auf einmal fest, ja, sind zu viele Basketballspieler drin, ja, in der Stichprobe. Verstehen Sie, was ich meine? Sie wissen ja vielleicht, dass man beim Basketball jetzt hier dann einen Vorteil hat, wenn man etwas größer ist, nicht wahr? Also es gibt ja sozusagen Sportarten, wo das jetzt ein Nachteil ist, zum Beispiel bei Gewichtheben, nicht? Also da kommt man sozusagen schwerer unter dem Gewicht, ja? Also wenn Sie sozusagen Gewichtheben machen, haben Sie vielleicht einen Vorteil, wenn Sie etwas kleiner sind, aber wenn Sie jetzt in einem Basketball spielen, haben Sie einen Vorteil, dass Sie, wenn Sie etwas größer sind, das ist auch natürlich auch der Grund dafür, warum die Basketballspieler im Mittel größer sind, ne, im Mittel, als jetzt hier dann kurz sozusagen der normale Mensch. Verstehen Sie, was ich meine? Das bedeutet also, wenn Sie aber zu viele Basketballspieler haben, dann ist natürlich jetzt hier dann das arithmetische Mittel der Körpergröße daraus nicht gleich dem Erwartungswert jetzt hier dann sozusagen aus der Grundgesamtheit. Und dann hätten Sie dann sozusagen auch ein Problem jetzt hier dann in der Folge für die Varianz dessen. Denn wenn der Erwartungswert ja nicht stimmt, na, durch jetzt hier dann durch die Schätzung mit dem Stand, also mit dem arithmetischen Mittel, was ja vielleicht eher die Regel wäre, dann kann natürlich auch im Prinzip die geschätzte Streuung um den Erwartungswert herum ja gar nicht stimmen. Verstehen Sie? Sie werden auf die Richtigkeit der Schätzung angewiesen. Das können Sie aber nicht garantieren. Das ist das Problem. Ja? Also da ergibt sich sozusagen von der Intuition her diese Verzerrung. Wenn also die Schätzung jetzt hier dann des Erwartungswerts nicht korrekt ist, was ja wie gesagt eher die Regel ist als die Ausnahme, dann kann natürlich jetzt hier dann auch die Schätzung der Streuung um den Erwartungswert nicht korrekt sein. Verstehen Sie? Und die Theorie sagt, passen Sie auf, das ist sozusagen das Geniale daran, die Theorie sagt, das macht nichts. Das macht nichts. Sie müssen den Erwartungswert nicht kennen, selbst dann nicht, wenn man sozusagen die Streuung um den Erwartungswert herum schätzen will. Und Sie müssen auch den Erwartungswert gar nicht korrekt geschätzt haben. Ja, verstehen Sie? Das ist sozusagen der Punkt. Ne? Es gibt da einen Ausweg, aber da müssen Sie natürlich einen Preis zahlen. Und der Preis, den Sie dann zahlen, meine Damen und Herren, ist, dass man jetzt hier dann quasi die Schätzung korrigiert, und zwar jetzt hier dann mit den sogenannten Freiheitsgraden. Das bedeutet also, wenn ich jetzt hier dann die Summe quadrierter Abweichung einzelner Beobachtungen jetzt hier dann bestimme, dann teile ich jetzt hier dann nicht durch den Stichprobenumfang, sondern, meine Damen und Herren, ich teile dann das Ganze durch die sogenannte Anzahl der Freiheitsgrade. Ich werde jetzt hier noch mal ganz kurz jetzt eine Faustregel geben, damit Sie mal diesen Begriff der Anzahl der Freiheitsgrade jetzt hier noch mal was anfangen können. Und dann mache ich das jetzt hier dann auch in einem anderen Kontext klar, worauf ich jetzt hier dann nach den Ferien jetzt hier nochmal zurückkommen werde, wenn wir uns jetzt hier dann über die Regressionsanalyse unterhalten werden. Also da werde ich jetzt hier nochmal das Thema lineare Regression ein bisschen besser auseinandernehmen, als ich das jetzt hier dann quasi dann getan hatte. Die Anzahl der Freiheitsgrade, meine Damen und Herren, entspricht jetzt hier, und das ist jetzt hier dann auch generell so, die Anzahl der Beobachtungen, also ich spreche jetzt hier dann n minus, also abzüglich, minus die Anzahl der Parameter, die man jetzt hier dann zusätzlich schätzen muss, um beispielsweise jetzt hier dann die Varianzschätzung vorzunehmen. Wie viele Parameter müsste ich denn schätzen, um die Varianzschätzung machen zu können? Und die Antwort ist natürlich genau ein, nehme ich jetzt hier dann den Erwartungswert. Das bedeutet also, hier habe ich jetzt hier dann einen einzigen Parameter, den ich dann schätzen muss, wenn ich ja letztendlich im Endeffekt ja die Varianz dann schätzen will, weil um die Varianz zu schätzen, müsste ich eigentlich den Erwartungswert kennen. Den Erwartungswert kenne ich nicht, also muss ich das auch schätzen, nicht wahr? Das heißt, Sie sind ja sozusagen, Sie machen eine Schätzung von einer Schätzung, wenn Sie so wollen, nicht wahr? Und dass das ja sozusagen nicht ganz gut funktioniert, das sollte jetzt eigentlich auch nachvollziehbar sein. Deswegen, damit man jetzt hier dann eine Erwartungsschätzung hat, würde man das jetzt hier dann auch entsprechend korrigieren. Und das macht man mit den Anzahl der Freiheitsgraden. Und dann ist das Problem sozusagen gelöst. Ja, das ist sozusagen das Geniale. Sie müssen den Erwartungswert nicht kennen, selbst dann nicht, wenn Sie die Streuung um den Erwartungswert herum schätzen wollen. Voraussetzung ist natürlich jetzt hier, dass Sie das jetzt mit den Freiheitsgraden korrigieren. Anzahl der Freiheitsgrade ist die Anzahl der Beobachtungen,
minus Anzahl der zusätzlich zu schätzenden Parameter. Das ist sozusagen jetzt hier im Prinzip ja die Faustregel, wenn man jetzt hier dann die Anzahl der Freiheitsgrade berechnen will. Das müssen Sie natürlich nicht tun, weil ich da sozusagen das jetzt hier dann in der Formel schon drin habe. Ja, also Sie müssen jetzt hier dann nicht darauf kommen. Sie sehen ja schon quasi jetzt hier dann, wie die korrigierte Stichprobenvarianz definiert war. Da müssen Sie sich jetzt hier nicht nochmal überlegen, wie viele Parameter jetzt hier dann noch zusätzlich geschätzt werden würden. Das bedeutet also, Sie müssen dann die Anzahl der Freiheitsgrade nicht ausrechnen. Sie sind ja schon dort. Ja, ich sage Ihnen aber trotzdem nochmal gleich, was wir jetzt hier dann nochmal hatten, also wie gesagt, hier muss der Erwartungswert geschätzt werden, damit ich die Streuung um den Erwartungswert herum schätzen kann. Ja? Also die Anzahl der zusätzlich zu schätzenden Parameter, die ich jetzt hier noch zusätzlich schätzen muss, um die Variantenschätzung zu machen, beträgt jetzt hier dann 1. Es gab aber schon Fälle, wo das jetzt hier dann nicht 1 war, ohne dass Sie es wussten. Zum Beispiel jetzt hier dann im Regressionsmodell, denn dort, wenn ich beispielsweise jetzt hier dann die Varianz der Störvariablen, also sprich jetzt hier dann die Varianz der Residuen, also nennen wir das mal Varianz der Störvariablen, schätzen will, dort habe ich dann nämlich 2 Parameter jetzt hier dann, die ich dann zusätzlich dazu schätzen muss, nämlich die Regressionsgrade, sprich also die Steigung und den Achsenabschnitt. Ich werde jetzt hier gleich schon mal zeigen, was ich damit jetzt hier meine. Das brauchen Sie jetzt nicht mitschreiben, das kommt sowieso nochmal nach den Ferien, aber dass Sie jetzt hier vielleicht schon mal eine Intuition haben können, warum sich auch die Anzahl der Freiheitsgrade nicht immer n-1 jetzt hier dann ergibt, sondern auch jetzt hier dann zu n-2 zum Beispiel. Das kommt immer sozusagen drauf an. Und ich möchte jetzt hier im Rahmen der linearen Regression dann zeigen, dass man jetzt hier dann bei der Varianzschätzung der Störvariablen, also wenn Sie jetzt hier dann die Varianz der Abweichung jetzt hier dann von der Regressionsgrade schätzen wollen, das ist sozusagen das, was ich jetzt hier dann tue, dann, wenn Sie das jetzt hier dann korrigieren müssen, dann nicht durch n-1, auch nicht durch n, sondern n-2 teilen müssen, ja, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Also passen Sie auf, ich greife nochmal dieses Beispiel jetzt hier dann auf. Das müssen Sie jetzt hier nicht nochmal abschreiben. Also wenn Sie wollen, können Sie das nochmal vielleicht nachrechnen und so. Da gab es jetzt hier dann x und y. X waren die Anzahl der Vertreter, y war die Absatzmenge. Und da möchte ich jetzt hier dann den Zusammenhang ermitteln zum Beispiel. Also ich mache jetzt hier dann die Regressionsgrade nochmal. Das sind die arithmetischen Mittel jetzt hier dann zu den Stichproben. Das waren Sie. Das sind jetzt hier dann die Varianzen zu den Stichproben, die unkorrigierten, meine Damen und Herren. Also hier, wie gesagt, wird keine Korrektur jetzt hier dann vorgenommen. Das ergibt sich jetzt nämlich aus der Methode der kleinsten Quadrate. Nicht? Also da soll ich jetzt hier das dann erstmal nicht machen. Die Kovarianz war das hier. Das waren erst alles die empirischen Größen. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Dann habe ich jetzt hier daraus die Steigung und den Achsenabschnitt der Regressionsgrade ausgerechnet. Die Steigung und der Achsenabschnitt, also wie gesagt, wenn Sie das ausrechnen, das hat jetzt hier dann, wie gesagt, aus dem Beispiel zu folgenden Ergebnissen geführt. Also hier kann man vielleicht auch nochmal zeigen, das kann ich jetzt hier nochmal auch jetzt hier dann erwähnen, dass beide Schätzungen erwartungstreu sind unter der bestimmten Voraussetzung. Die Erwartungstreue jetzt hier dann aber des Kleinstquadrateschätzers zu bestimmen, ist aber etwas schwieriger, meine Damen und Herren. Das reicht noch nicht, also was Sie dann können. Also daher muss ich noch 1-2 Semester dranhängen, damit ich Ihnen jetzt hier dann auch nochmal zum Beispiel jetzt hier dann die Annahme der Exogenität erkläre. Sie brauchen nämlich sogenannte bedingte Erwartungswerte, bedingte Varianzen. Daraus brauchen Sie jetzt hier dann das sogenannte Gesetz der iterierten Erwartungen und so weiter. Also Gesetz der totalen Varianz, also da gibt es jetzt hier noch ein paar Reihe von Sätzen und so, mit denen man das jetzt hier dann bearbeiten muss. Und dann bekommen Sie jetzt hier dann die Erwartungstreue jetzt hier dann heraus. Ich werde jetzt hier dann vielleicht auch mal versuchen, eine vereinfachte Variante jetzt hier zu bestimmen, aber das wäre sozusagen jetzt hier dann etwas, was Sie vielleicht wissen sollten, aber nicht zwangsweise jetzt hier dann nachrechnen müssten, ja, weil das vielleicht, wie gesagt, etwas fortgeschrittener ist. Also da die Erwartungstreue zu zeigen, glauben Sie mir, das ist schon was, ja, also da muss man schon ein bisschen mehr können als Erwartungswert der Lineartransformation und so weiter, ja, aber nicht viel mehr, aber wie gesagt, zu 1-2 Semester brauche ich dann schon noch, ja. Wie gesagt, also das vergessen Sie mal, nur dass Sie das dann wissen, dass das geht, ja, also wie gesagt, Kleinstquadrateschätzer sind erwartungstreu unter bestimmten Voraussetzungen, ja, brauchen Sie aber nicht zu wissen, ja, also jetzt hier dann, wie das geht, sondern nur vielleicht, dass Sie das dann sehen. Es gibt nämlich eine Liste auch, ne, also von den Schätzfunktionen, die erwartungstreu sind, ne, also die finden Sie dann auch im Skript, ja, und die Kleinstquadrateschätze gehören auch dazu, das werde ich jetzt hier nochmal thematisieren, aber gut, das ist jetzt hier dann eine andere Geschichte. Was ich jetzt hier nochmal zeigen wollte mit den Freiheitsgraden, weil das sehen Sie nach den Ferien wieder, und zwar, wenn ich jetzt hier dann die Regressionsgrade habe, kann ich ja im Prinzip die Beobachtung zerlegen, Sie erinnern sich vielleicht daran, ne, die Beobachtung von Y, also von der Absatzmenge, in einen erklärbaren Teil und einen nicht erklärbaren Teil, nicht wahr? Also der Wert, der jetzt hier dann sozusagen auf der Regressionsgrade liegt, na, wenn Sie jetzt hier dann die x einsetzen, die Regressionsgrade, ergibt sozusagen die erwarteten Werte unter, also gegeben x, nicht wahr? Also gegeben x, welche Werte jetzt hier dann für die Absatzmenge hätte ich dann erwartet, weil das sind jetzt sozusagen die erklärbaren Teile. Und wenn ich die Differenz der beiden, ne, also das blaue minus das grüne jetzt hier dann berechne, habe ich jetzt hier dann die Residuen. Ne? Vielleicht erinnern Sie sich ja daran, dass Sie, ne, also die Residualabsatzmengen, ja, wenn man so will, nicht wahr? So, jetzt möchte ich jetzt hier dann mit den Residuen oder aus den Residuen die Varianz,
Na, der Ab, also im Prinzip jetzt in der Abweichung der Regressionsgrade schätzen. Nicht? Das heißt also die Varianz im Prinzip, ne? Der Abstand jetzt hier dann der einzelnen Werte jetzt hier von der Regressionsgrade. Also ich habe jetzt hier nochmal zusammengefasst, Mittelwert ist das hier gewesen. Ne? Mittelwert jetzt hier dann des gesamten Teils ist dann genauso groß wie der Mittelwert jetzt hier dann des erwarteten Teils. Vielleicht erinnern Sie sich da daran, weil natürlich jetzt hier dann auch der Mittelwert der Residuen null ist, ne? Per Konstruktion. Das kann man nämlich auch jetzt ganz gut dann zeigen, aber das müssen Sie jetzt hier dann nicht hinkriegen. Auch jetzt in die Varianzerlegung müssen Sie nicht hinkriegen. Das bedeutet also so, Sie müssen aber wissen, dass die Varianz jetzt hier dann der gesamten Absatzmenge, also sprich die Varianz, die man beobachtet hat, na, sich dann zusammensetzt aus der Summe der Varianzen jetzt hier dann des erklärbaren Teils plus jetzt hier dann die Varianz des nicht erklärbaren Teils, na, dass man das jetzt hier dann nochmal sieht. Das hier, meine Damen und Herren, ist die mittlere quadratische Abweichung, ja, des nicht erklärbaren Teils. Ich wiederhole, na, also das, was Sie dort sehen, die Varianz davon, also die empirische Varianz, ist die mittlere quadratische Abweichung jetzt hier dann davon. Wie würden Sie den ausrechnen? Ja, also das werde ich jetzt hier nochmal explizit jetzt hier nochmal hinschreiben. Auf die nächste Folie, das sehen Sie jetzt hier auch nochmal. Also das ist sozusagen das gewesen. Mittlere quadratische Abweichung, da gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem Verschiebungssatz, Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Das bedeutet also, Sie nehmen jetzt hier dann die Residuen, nicht wahr, die einzelnen Werte für die Residuen, quadrieren die, summieren sie dann auf, teilen durch den Stichprobenumfang, das ist der Mittelwert der Quadrate der Residuen, und ziehen das Quadrat des Mittelwerts ab. Der Mittelwert war aber 0. Das bedeutet also, wenn Sie das Quadrat des Mittelwerts abziehen, bekommen Sie jetzt hier dann das Ergebnis heraus, dass die Varianz, also sprich die mittlere quadratische Abweichung der Residuen, nichts anderes ist als der Mittelwert der Quadrate aus den Residuen. Ja, das schreibe ich jetzt hier nochmal dazu, nochmal auf, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Brauchen Sie nicht abschreiben. Ja? Also mittlere quadratische Abweichung, wie gesagt, Verschiebungssatz, Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Also ich habe das auch gefühlt, jede Vorlesung jetzt hier dann erzählt. Ja? Das hatte ich jetzt hier dann eigentlich auch schon nochmal berechnet. Also hier sehen Sie nochmal ein Achtel mal die Summe der Quadrate. Ja? Das heißt also hier in der Summe sehen Sie die Summe der quadrierten Residuen. Die hatte ich jetzt hier dann RSS genannt, wenn Sie sich nochmal daran erinnern. Ja? RSS stand für Residual Sum of Squares. Nicht? Also das ist sozusagen das jetzt hier dann gewesen. Das bedeutet also, Sie bilden die Summe quadrierter Residuen. Ne? Also na, wenn man das jetzt hier dann so will, das ist dann sozusagen RSS. Ja? Das ist die Summe der quadrierten Residuen, nicht wahr? Und ziehen davon ab, also wenn Sie, ich meine, ich habe das jetzt nicht mehr gemacht, aber ziehen davon ab das Quadrat des Mittelwerts. Ne? Aber wenn Sie dann 0 Quadrat abziehen, dann bleibt es ja so. Ne? Das heißt also im Prinzip, na, das sieht man ja hier dann auch, der Mittelwert der Quadrate bei den Residuen ist genauso groß wie die empirische Varianz der Residuen, also sprich die mittelquadratische Abweichung. Ja? Da müssen Sie das jetzt hier dann nicht nochmal dann jetzt hier dann dazu tun. Ne? Aber das sozusagen, das jetzt hier dann gewesen, das ist der Wert, jetzt passen Sie auf, diese Schätzung, das kann man nämlich dann zeigen, der Erwartungswert dafür, ne? Das ist sozusagen das hier, ist nicht, was ich ja hier dann gerne hätte für die Varianz der Residuen. Ja? Das schreibe ich jetzt hier, also gut, die Varianz der Residuen könnte jetzt hier dann wahrscheinlich zum Beispiel auch Sigma Quadrat sein oder so. Also wenn die Varianz der Residuen, meine Damen und Herren, Sigma Quadrat ist, nicht wahr? Da kommt jetzt hier dann für den Erwartungswert hierfür das jetzt hier nicht raus. Ja, nur dass Sie das dann wissen. Das bedeutet also, ich muss auch hier mit den Freiheitsgraden korrigieren. Und wenn ich jetzt hier dann die geschätzte Varianz der Störvariablen, sprich also ich möchte sozusagen die Varianz der Abweichung der Werte jetzt hier dann für die Absatzmenge von der Regressionsgrade, also von den erwarteten Werten gegeben, jetzt hier dann meine Anzahl der Vertreter jetzt hier dann schätzen, mal angenommen, dann muss ich das jetzt hier, wenn ich das erwartungstreu machen will, muss ich das dann korrigieren. So ist die Frage wie? Ja, mit den Freiheitsgraden. Das bedeutet also, ich teile jetzt hier dann nicht durch die Anzahl der Beobachtungen, sondern jetzt, ich teile jetzt hier dann durch die Anzahl der Freiheitsgrade. Ich habe jetzt hier dann hier drin wieder die Summe der quadrierten Residuen, wie jetzt hier dann auch in der eckigen Klammer. Aber da wird jetzt hier dann, damit es jetzt hier dann erwartungstreu wird, das kann man nämlich dann zeigen, das durch die Anzahl der Freiheitsgrade geteilt. Jetzt ist die Frage, was ist hier die Anzahl der Freiheitsgrade? Meine Damen und Herren, die Anzahl der Freiheitsgrade, ob Sie glauben oder nicht, ist jetzt nicht n-1, sondern n-2. Warum? Also nur, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, also das heißt später im Verlauf, würden Sie sich nochmal wundern, warum da n-2 steht. Und zwar deshalb, weil die Anzahl der zusätzlich zu schätzenden Parameter nämlich 2 ist und nicht 1 ist. Denn was müssen Sie ja nämlich haben, wenn Sie jetzt hier nämlich die Abweichung von der Regressionsgrade schätzen wollen, ja? Die Regressionsgrade, verdammt, verstehen Sie? Aber die Regressionsgrade ist doch selbst eine Schätzung, nicht wahr? Das hieß doch kleines Quadrat der Schätzer. Das heißt, die Steigung ist eine Schätzung für die Steigung der Grundgesamtheit. Und auch der Achsenabschnitt ist auch eine Schätzung, also was ich berechnet hatte, für den Achsenabschnitt der Grundgesamtheit, verstehen Sie? Das, wenn Sie andere Werte jetzt hier dann beobachten, ändert sich jetzt hier natürlich jetzt hier dann auch die Schätzung gegebenenfalls, ne? Gerade jetzt hier dann bei einer anderen Stichprobe. Das heißt, das sind ja Selbstschätzungen.
Wenn ich also im Prinzip jetzt hier dann die Abweichung von der Regressionsgrade schätzen will, müsste ich doch die Regressionsgrade kennen. Da ich sie aber nicht kenne, muss ich sie schätzen. Wenn ich ja sozusagen jetzt hier dann also im Prinzip dann weiß, wie ich das jetzt hier dann machen muss, also mit der Kleinstquadratmethode zum Beispiel, na, das wäre sozusagen das jetzt hier dann gesehen haben, dann machen Sie sich dann im Prinzip klar, für die Regressionsgrade müssen Sie ja nämlich zwei Parameter schätzen. Deswegen ist dann die Anzahl der Freiheitsgrade n-2. Und wenn Sie jetzt hier dann den Erwartungswert davon, nicht, also ich nenne das jetzt hier mal Sigma Quadrat davon, ja, wenn Sie den Erwartungswert davon jetzt hier dann berechnen, dann kann man nämlich zeigen, die Rechnung ist dann ein bisschen mühselig, das müssen Sie jetzt hier nicht dann tun, dass jetzt hier dann Sigma Quadrat herauskommt. Das heißt also, diese Schätzung tatsächlich erwartungstreu wird, verstehen Sie, durch diese Korrektur, weil ich ja hier dann im Prinzip dann zwei Parameter brauche, um jetzt hier dann die Regressionsgrade zu schätzen, verstehen Sie? Sie berechnen ja nicht die Abweichung vom Erwartungswert, sondern Sie berechnen die Abweichung von der Regressionsgrade. Das ist nämlich jetzt hier dann die Varianz der Residuen, verstehen Sie es? Das ist der Unterschied, ja? Das heißt also auch hier, wie gesagt, das kommt aber im späteren Verlauf nochmal, wenn ich ja hier sozusagen das korrigieren will, dann beträgt jetzt hier dann die Anzahl der Freiheitsgrade hier, meine Damen und Herren, n-2. Warum 2? Weil Sie jetzt hier in diesem Fall, wenn Sie die Abweichung von der Regressionsgrade schätzen wollen, brauchen Sie die Regressionsgrade, die kennen Sie nicht, also müssen Sie sie selbst schätzen, meine Damen und Herren. Deswegen hat man jetzt hier dann zwei Parameter, ja, die man jetzt hier dann schätzen muss, weil um die Regressionsgrade aufzustellen, brauchen Sie zwei Sachen. Die Steigung der Regressionsgrade und den Achsenabschnitt der Regressionsgrade. Das sind, meine Damen und Herren, zwei Parameter. Ja. Das heißt, die Anzahl der Freiheitsgrade hängt davon ab, was Sie sozusagen dann machen wollen, nicht wahr? Und wir werden jetzt hier dann auch nochmal zum Beispiel auch n-3, n-4, n-5 haben, also gegebenen Zeitpunkt werde ich jetzt hier nochmal erweitern, aber das reicht erstmal. Ja, also nicht, dass Sie dann denken, dass die Anzahl der Freiheitsgrade immer n-1 ist. Das kommt darauf an, wie viele Parameter Sie zum Beispiel jetzt hier dann zusätzlich schätzen wollen, wenn Sie eine Varianzschätzung jetzt hier dann vornehmen. Wenn ich die Varianz der Störvariablen schätzen will, brauche ich natürlich jetzt hier dann die Abweichung von der Regressionsgrade. Aber die Regressionsgrade muss ich dafür natürlich selbst schätzen. Gut, meine Damen und Herren. Also ich hoffe, dass Sie verstehen, zumindest von der Intuition her, wie gesagt, intuitiv, ja, dass ich jetzt hier dann auch die Anzahl der Freiheitsgrade ändern kann. Das ist nicht immer n-1, das kommt immer drauf an. Ich komme jetzt hier dann auch mal auf diesen Fall zurück, ja, wo das jetzt hier dann etwas anders wird als n-1. Jetzt passen Sie auf. Ich habe jetzt hier noch einen Vorschlag für Sie, für die Schätzfunktion, meine Damen und Herren. Das hier, das bitte beachten Sie, das ist nicht die mittlere quadratische Abweichung, weil das misst nämlich jetzt hier dann nicht, na, letzte Endeffekt den Mittelwert, quadrierte Abweichung vom arithmetischen Mittel, sondern beachten Sie bitte den Mittelwert, jetzt hier dann quadrierte Abweichung vom Erwartungswert. Das bedeutet also, wenn Sie den Erwartungswert kennen würden, nicht wahr? Wenn Sie das kennen würden, wie würde dann im Prinzip eine erwartungstreue Schätzung dann aussehen? Ich werde jetzt hier nämlich dann zeigen, dass dieses Ding erwartungstreu ist. Ja? Verstehen Sie? Warum? Weil wenn Sie den Erwartungswert kennen, dann müssen Sie im Prinzip den Erwartungswert nicht schätzen und dann müssen Sie natürlich jetzt hier nur noch keine Korrektur vornehmen, damit es jetzt hier dann erwartungstreu wird. Dann kennen Sie es ja schon. Verstehen Sie? Das ist ja gerade der Punkt. Ja? Das heißt also, ich zeige Ihnen ja im Prinzip, dass jetzt hier dann im Gegenzug dazu, wie gesagt, bitte beachten Sie, das ist nicht die mittlere quadratische Abweichung, das ist also nicht der Mittelwert, quadrierte Abweichung, einzelne Beobachtung vom arithmetischen Mittel, na, also dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, ich werde es jetzt hier mal vornehmen, also der Unterschied ist jetzt hier quasi, dass dann bei der mittleren quadratischen Abweichung, ach Gott, ja, das lässt mich ja hier dann nicht schreiben, ja, hier dann x Quadrat stehen haben, ich versuche es nochmal neu, ja, also sorry dafür, dass jetzt hier dann auf der Seite irgendwie nicht funktioniert, also wie gesagt, das ist nicht 1 geteilt durch n mal die Summe quadrierte Abweichung, einzelne Beobachtung jetzt hier dann vom arithmetischen Mittel, meine Damen und Herren, das ist jetzt hier nochmal der Unterschied, ja, also Sie merken ja hier vielleicht schon, hier in Blau steht das arithmetische Mittel, während hier dein Erwartungswert ja steht. Ja, wenn ich den Erwartungswert kenne, dann muss ich ja sozusagen den ja nicht schätzen. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist der Unterschied. Und dann wird das wiederum erwartungstreu. Natürlich spielt das in der Praxis diese Schätzung jetzt hier keine Rolle, denn, also fast so gut wie nie, denn niemand sagt mir, was der Erwartungswert ist. Das ist aber rein Gedankenexperiment. Wenn ich aber den Erwartungswert kennen würde, dann könnte ich das auch ohne Korrektur machen. Verstehen Sie? Ja? Also diese Teststatistik hatte ich jetzt hier dann nicht definiert, weil den Erwartungswert jetzt hier dann zumindest in der Praxis nicht bekannt ist. Aber würde ich den kennen, müssen Sie die Schätzung nicht korrigieren. Das werde ich jetzt Ihnen dann zeigen. Das wäre sozusagen vielleicht noch im Rahmen der Klausur, ja, also dass Sie dann den Erwartungswert davon berechnen. Das wäre sozusagen noch im Rahmen der Klausur, das wäre noch vertretbar. Das ist jetzt nicht schwer, ja, dass Sie das jetzt hier nochmal gleich nochmal sehen. Also wenn ich die Erwartungstreue dann untersuchen will, ja, sieht man jetzt hier dann auch nochmal gleich, ja, was macht man da? Ja, berechnet man einfach den Erwartungswert dieser Teststatistik, also nachher diese Teststatistik dazu, ja.
Erwartungswert einer Lineartransformation, passen Sie auf, die Summe ist eine Zufallsvariable. Sie haben jetzt hier dann im Prinzip 1 geteilt durch n mal eine Zufallsvariable. Dann können Sie einfach das 1 durch n jetzt hier dann erstmal aus dem Erwartungswertoperator herausziehen. Denn Erwartungswert der Lineartransformation ist die Lineartransformation des Erwartungswertes. Dann haben Sie jetzt hier dann im Erwartungswertoperator eine Summe stehen. Erwartungswert einer Summe, wie Sie wissen, ist die Summe der Erwartungswerte. Das bedeutet also, wenn ich da sozusagen jetzt hier dann einbrechen will, nicht wahr, kann ich dann einfach jetzt hier, also da der Erwartungswert der Summe, die Summe der Erwartungswerte ist in jedem Fall, müssen Sie nicht fotografieren, steht ja auch sozusagen jetzt hier in den Folien da drauf, aber Sie können natürlich gerne, das ist ja kein Problem. Ja. Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Das bedeutet also im Prinzip, Sie können dann den Erwartungswertoperator mit dem Summenzeichen vertauschen. Ja. Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Das ist das, was ich jetzt hier dann hier stehen habe. So, jetzt passen Sie auf jetzt die Frage, wie Sie jetzt hier dann da einbrechen. Naja gut, also da müssen Sie vielleicht jetzt hier schon mal dazu was wissen. Und zwar passen Sie auf, also dass Sie da vielleicht nochmal sich erinnern, die Varianz einer Zufallsvariable war was? Die Varianz einer Zufallsvariable war der Erwartungswert der quadrierten Abweichung, jetzt hier dann der Zufallsvariable von seinem Erwartungswert. Und das ist genau das, was Sie jetzt hier dann sehen. Ja, passen Sie auf, ich zeige Ihnen das mal. Also Erwartungswert der quadrierten Abweichung der Zufallsvariable von seinem Erwartungswert ist die Varianz der Zufallsvariable. Und sowas Ähnliches sehen Sie ja hier auch. Sehen Sie, ich habe jetzt hier dann sozusagen dann drin den Erwartungswert der quadrierten Abweichung der Zufallsvariable von seinem Erwartungswert. Dann bitte beachten Sie, dass μ der Erwartungswert jetzt hier dann der Zufallsvariable ist. Das bedeutet also im Prinzip, hier sehen Sie ja, also bei diesem Ausdruck, nichts anderes als die Varianz der Zufallsvariable xi. Ja, und darauf muss man erstmal kommen. Nicht wahr? Das ist sozusagen das Problem, dass Sie nicht alle drauf kommen. Das ist sozusagen das Problem, was ich dann auch immer sehe, weil Sie ja nicht wissen, was die Varianz ist, verdammt. Wüssten Sie, was die Varianz ist, dann würden Sie drauf kommen, dass der Erwartungswert der quadrierten Abweichung der Zufallszahl von seinem Erwartungswert genau das sein soll. Ja, verstehen Sie, das ist ja das Problem, dass die Leute nicht wissen, was sie zu tun haben. Ja, verstehen Sie, also da sehen Sie ja im Prinzip jetzt hier dann die Varianz, ich habe das jetzt hier mal dahin geschrieben, allgemein, die Formel finden Sie in Skripte dann, hier besteht ja die Schwierigkeit darin, dass man sozusagen die Formelchen jetzt hier dann zusammensetzen muss, oh mein Gott, ja, also gut, also wie gesagt, ich gebe ja zu, dass das nicht alle hinkriegen, das ist mir schon klar, aber um das hinzukriegen, müssen Sie einfach nur wissen, was die Varianz ist, verdammt, ja, mehr müssen Sie ja nicht wissen. Ja, das steht natürlich auch im Skript, das müssen Sie nicht mal wissen. Ja, nur Sie müssen das dann zusammensetzen. Nämlich das hier, was Sie dort sehen. Ja? Und die Varianz der Zufallsvariable war Sigma-Quadrat gewesen. Ja? Das ist ja nämlich das hier. Ja, also vielleicht, um das jetzt hier nochmal zu übersetzen, die Varianz von xi ist nichts anderes als der Erwartungswert der quadrierten Abweichung von xi von seinem Erwartungswert, nicht wahr? Also Erwartungswert des Quadrats von der Abweichung der Zufallszahl von seinem Erwartungswert. Und was ist der Erwartungswert der Zufallszahl xi? Das ist jetzt hier dann μ. Also das ist das, was Sie dort sehen, meine Damen und Herren. Ja? Oh, ja, jetzt sieht man es ja. Also vielleicht kommen Sie darauf, also wenn Sie irgendwo Erwartungswert zum Quadrat stehen haben, denken Sie vielleicht an die Varianz, vielleicht kann man das jetzt hier dann auch über die Varianz jetzt hier dann knacken. Da können Sie das jetzt hier dann machen. Und die Varianz, war, was Sie jetzt hier oben sehen, war ja Sigma-Quadrat gewesen. Na, also das heißt, dann kann ich dann sozusagen das jetzt hier dann ersetzen. Ich habe jetzt hier dann also die Summe von Sigma-Quadrat jetzt hier dann stehen. Also 1 geteilt durch n mal Sigma-Quadrat mal Sigma-Quadrat mal Sigma, plus Sigma-Quadrat mal plus Sigma-Quadrat plus Sigma und so. N mal, das heißt also, ich habe jetzt hier dann 1 geteilt durch n, also das hier, nur dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, ist 1 geteilt durch n mal Sigma-Quadrat. Und das ist natürlich Sigma-Quadrat. Das heißt also, wie Sie sehen, meine Damen und Herren, summa summarum, diese Schätzung hier, die da, na, würde ich den Erwartungswert kennen, nicht wahr? Die ist erwartungstreu, na, weil sozusagen jetzt hier dann der Erwartungswert dieser Schätzung jetzt hier dann den Parameter gibt, nicht wahr? Das heißt, hier lautet jetzt hier dann dieses Gedankenexperiment wie folgt: Würde ich den Erwartungswert der Zufallszahlen kennen, müsste ich den nicht schätzen und dann müsste ich den auch jetzt hier dann für die Varianzschätzung nicht berücksichtigen, im Sinne, dass ich jetzt hier dann eine Korrektur vornehme mit den Freiheitsgraden. Verstehen Sie? Warum sollten Sie das tun? Wenn Sie es kennen, müssen Sie es ja nicht schätzen. Das ist die Moral von der Geschichte. Ja? Wenn ich den Erwartungswert kenne, muss ich den jetzt hier dann nicht mit dem arithmetischen Mittel schätzen, meine Damen und Herren. Ja? Gut, jetzt betrachten wir jetzt hier nochmal ein anderes Konzept, und zwar die sogenannte Effizienz. Also darauf komme ich jetzt hier nochmal dann zurück. Und zwar Effizienz, meine Damen und Herren, bedeutet, also eine Schätzfunktion heißt effizient, wenn Sie unter allen erwartungstreuen Schätzfunktionen, also die muss sozusagen erwartungstreu sein, letzten Endeffekt die kleinste Varianz besitzt. Nochmal, ich wiederhole, eine Schätzfunktion heißt effizient, wenn Sie unter allen erwartungstreuen Schätzfunktionen, meine Damen und Herren, die kleinste Varianz ist.
Das ist sogar fast wichtiger als der, also als Erwartungstreue, ja, dass die Schätzung jetzt hier dann eine kleine Varianz hat. Ich werde es vielleicht jetzt nochmal ganz versuchen, jetzt hier dann zu verdeutlichen. Also wie gesagt, nochmal, Voraussetzung für Effizienz ist, meine Damen und Herren, Erwartungstreue. Steht ihr? Erwartungstreue ist die Voraussetzung. Wenn eine Schätzung nicht erwartungstreu ist, kann sie auch nicht effizient sein. Sie kann zwar eine kleine Varianz haben, aber sie kann dann nicht effizient sein. Ja, um mir das vielleicht mal klar zu machen. Also in Ihrem Fall, wie gesagt, wäre das jetzt hier dann die Voraussetzung. Sie müssen dann sozusagen das jetzt hier dann erstmal auf Erwartungstreue untersuchen. Dann bestimmen Sie alle erwartungstreue Schätzfunktionen und ersuchen Sie sich dann die heraus, die im Prinzip jetzt hier dann die kleinste Varianz besitzt. Und die kleinste Varianz besitzt, heißt effizient. Und alle anderen sind ineffizient, meine Damen und Herren. Kleinste Varianz, also kleine Varianzen sind jetzt hier dann wichtig, ja, also dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. In der Anwendung, also jetzt hier dann quasi, weil das mache ich natürlich in den Übungen, auch in der Klausur, wesentlich einfacher, als es in der Theorie der Fall wäre, weil das müssen Sie natürlich beweisen, ja, so zum Beispiel jetzt hier dann das arithmetische Mittel effizient ist oder so, das wäre jetzt hier dann aber natürlich zu viel, das werde ich jetzt hier dann nicht machen, nicht wahr? Also das heißt also in der Anwendung, in Ihrem Fall, ja, jetzt hier dann gerade zu Beginn im ersten Semester, in Ihrem Fall, Sie kriegen dann Schätzfunktion, na, eine Liste, zum Beispiel in Tutorien oder so, Sie kriegen dann, also das ist ja wie den Aufgaben, Sie kriegen eine Liste von Schätzfunktionen, Sie suchen sich dann quasi die heraus, die erwartungstreu sind, alle anderen schmeißen Sie weg und die, die erwartungstreu sind, von denen bestimmen Sie die mit der kleinsten Varianz. Und die, die die kleinste Varianz sind, ist dann effizient und alle anderen ineffizient natürlich. Also das wäre sozusagen jetzt hier dann die Aufgabe dazu. Ja? Aber nur, dass Sie das jetzt, also darüber hinaus würde ich jetzt hier dann nicht gehen. Ja? Also ich werde jetzt nochmal auch die Leute instruieren, dass man jetzt hier dann nicht mit irgendwelchen anderen Zeugs jetzt hier dann kommt, wo man jetzt hier dann die Effizienz jetzt hier dann machen würde. Man kann nämlich Folgendes zeigen, passen Sie auf, das ist aber ausgesprochen schwierig. Ja, das müssen Sie nicht tun, also dass Sie das vielleicht nochmal eine Ahnung davon haben. Wenn die Zufallsvariablen, aus der die Stichprobe kommt, normal verteilt sind, wenn sie normal verteilt sind, dann ist das arithmetische Mittel der Zufallszahlen effizient. Das bedeutet also, das ist jetzt nicht nur erwartungstreu, das ist effizient. Und da kommt jetzt hier noch die dritte Eigenschaft hinzu, das wird sogar konsistent sein. Das ist also im Prinzip die beste Schätzung, die man jetzt hier dann quasi jetzt hier dann für den Erwartungswert dann hätte. Ne? Also das ist sozusagen jetzt hier dann die beste im Sinne, dass das jetzt hier dann letzten Endeffekt dann nicht geschlagen werden kann. Das ist aber, wie gesagt, um das zu beweisen, das ist ausgesprochen schwierig. Das werden Sie jetzt hier dann also nicht sehen, weder in der Klausur noch jetzt hier. Also was heißt schwierig, meine, gut, also wenn man es kapiert, ist es leicht, aber da muss man erstmal sozusagen so weit hinkommen. Das braucht jetzt hier noch ein bisschen Zeit, also bräuchte noch Zeit, aber in jedem Fall wäre das sozusagen jetzt hier dann nicht jetzt hier dann relevant. Das heißt also, wie gesagt, versuchen Sie das erstmal bitte noch nicht zu zeigen, ja, weil das wird jetzt hier sozusagen jetzt schwieriger, ja, aber nur, dass Sie das wissen, das ist das Beste, was wir hierfür hätten, na, im Prinzip in diesem Sinne. Das Beste im Sinne von, dass das ja sozusagen die kleinste Varianz hat, ja. Also keine andere Funktion sozusagen würde das jetzt hier dann quasi, Schätzfunktion, ja, würde jetzt hier dann das arithmetische Mittel schlagen, wenn jetzt hier dann um die Schätzung des Erwartungswertes einzelner Beobachtungen jetzt hier dann geht, vorausgesetzt natürlich jetzt hier dann, dass die Beobachtungen unabhängig sind und so weiter, aber gut, das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt hier dann ein Detail, was jetzt hier dann nicht so wichtig ist für Sie. So, dann gibt es jetzt hier nur noch auch im Rahmen des Regressionsmodells, das sogenannte Gauss-Markov-Theorem, nämlich die Kleinstquadrate-Schätzung, also unter bestimmten Voraussetzungen ist auch die Kleinstquadrate-Schätzung die beste Schätzfunktion, nicht wahr? Also das heißt also, wie gesagt, welche Voraussetzungen das sind, das brauchen Sie jetzt hier dann jetzt nicht zu betrachten. Das mache ich, also ich habe das jetzt hier dann gemacht mit den PhD-Studenten, deswegen, also wie gesagt, vergessen Sie es mal. Also das sagt im Prinzip also auch, dass die Kleinstquadrate-Schätze sozusagen eines der besten Sachen sind, die jetzt hier das dann gibt, ja. Man sagt jetzt hier dann dazu Blue, und zwar im Sinne von Best Linear Unbiased Estimator. Also das ist sozusagen die Abkürzung dafür, so kann man sich das merken. Sie können auch sagen, das arithmetische Mittel ist dann Blue, ja, von mir aus, ja, wobei das jetzt hier vom Kontext jetzt hier nicht ganz so ist, aber gut, also wir müssen ja sozusagen jetzt hier dann die Normalverteilung jetzt hier gar nicht rein. Best im Sinne von der Effizienz, nicht wahr? Dass das sozusagen die kleinste Varianz hat. Linear, weil ja im Prinzip jetzt hier dann die Schätzfunktion linear ist bezüglich jetzt hier dann der, na, also der Responses, also der sozusagen jetzt hier dann der abhängigen Variable, aber das ist sozusagen jetzt hier dann nicht relevant für Sie. Sie müssen jetzt nicht wissen, was die sogenannte Pseudo-Inverse einer Matrix ist, ja, das mache ich jetzt hier dann nicht. Unbiased heißt auf Englisch jetzt hier dann erwartungstreu und Estimator ist natürlich die Schätzung. Also das ist sozusagen jetzt hier dann das Akronym, wo ich das jetzt hier dann merken kann, ja, also auch die Kleinstquadrate-Schätzung ist effizient, das ist sozusagen jetzt wieder eine andere Formulierung. Und auch das arithmetische Mittel ist effizient, vorausgesetzt ein paar Annahmen sind jetzt hier dann erfüllt, die Sie jetzt hier dann für die Klausur nicht wissen müssen. Wie gesagt, in Ihrem Fall, deswegen mache ich jetzt hier kein Beispiel, ja, das ist sozusagen etwas, was in den Tutorien gemacht wird. Also das mache ich jetzt hier dann nicht hier, sondern in den Tutorien. Sie haben eine Liste von Schätzfunktionen, Sie nehmen jetzt hier dann die sozusagen heraus, die erwartungstreu sind.
und von denen, die erwartungsvoll sind. Und wenn das sozusagen alle sind, die erwartungsvoll sind, suchen sich die kleinste Variante, also suchen sich die Schätzung mit der kleinsten Varianz raus, die ist dann effizient und alle anderen ineffizient. Und ansonsten, wie gesagt, vergessen Sie das Thema, ja, weil das sozusagen etwas komplizierter ist. Also der Beweis hierfür ist jetzt auch nicht schwierig, aber wie gesagt, da braucht man ein bisschen mehr Zeit für. Das habe ich jetzt wieder nicht, von daher können wir das jetzt hier dann erstmal vergessen. Also nur, dass Sie dann wissen, ja, dass ich da sozusagen das jetzt wieder nicht machen werde. Jetzt passen Sie auf. Konsistenz aber wiederum, ja, ist dann etwas, was ich dann sozusagen dann mache, allerdings auch in einer vereinfachten Form. Eine Schätzfunktion, die richtige Definition wäre für Konsistenz, eine Schätzfunktion heißt konsistent, ja, also Theta-Dach ist eine Schätzfunktion, wenn sie sogenannte Bedingungen erfüllt, und zwar nämlich die Bedingungen erfüllt, dass sie in Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann gegen den Parameter konvergiert. Sie kennen ja vielleicht noch die fast sichere Konvergenz. Ja? Das ist sozusagen jetzt hier noch eine schwächere Art. Also das ist, jetzt hat jetzt hier nichts mit Konsistenz zu tun. Also vielleicht kennen Sie ja noch die fast sichere Konvergenz, nicht wahr? Also A-Punkt, S-Punkt, ja, almost surely. Das ist eine stärkere Konvergenz. Und die Konvergenz in Wahrscheinlichkeit ist jetzt eine schwächere Konvergenz. Das Problem, was ich jetzt hier dann habe, ist für die Konsistenz, wenn ich das definieren will, über die Konvergenz der Wahrscheinlichkeit, brauchen Sie diesen Begriff. Dieser Begriff ist aber erstmal gerade im ersten Semester ausgesprochen schwierig. Das ist sozusagen etwas, was ich jetzt wieder nicht machen will. Ja? Daraus ergibt sich nämlich das schwache Gesetz der großen Zahl. Wir hatten ja das starke Gesetz der großen Zahl mit der fast sicheren Konvergenz. Und da gibt es noch eine schwache Version, nämlich das schwache Gesetz der großen Zahl mit der Konvergenz in Wahrscheinlichkeit. Vergessen Sie das aber mal, das kommt auch nicht dran in der Klausur, war nur, dass Sie dann wissen, dass ich hier jetzt erstmal leider Bullshit erzählen muss, weil so wie ich das jetzt hier dann Konsistenz definiere, ist jetzt nicht die Definition davon. Ja? Aber wie gesagt, das ist nochmal für das erste Semester etwas schwierig. Konvergenz in Wahrscheinlichkeit, da sind die Beweise leicht, ja? Erstaunlicherweise, es ist sehr, sehr einfach, ja? Aber das Konzept der Konvergenz der Wahrscheinlichkeit ist etwas schwieriger. Da würde ich jetzt hier darauf verzichten. Also das wäre vielleicht auch im Master, meine Damen und Herren, vertretbar, aber jetzt hier dann nicht im ersten Semester, meine Damen und Herren. Also vielleicht, wenn Sie Statistik bestanden haben, dann kommen Sie zu mir und dann erkläre ich Ihnen das, ja, wenn Sie wollen. Ja, also wie gesagt, wir definieren es aber anders. Also das ist sozusagen eine Vereinfachung dessen. Für die Anwendung reicht das vollkommen. Ja? Also passen Sie auf. Asymptotische Erwartungstreue, das hatte ich jetzt hier leider in den Folien nicht drin, aber werde ich hier gleich schon was dazu sagen. Asymptotische Erwartungstreue ist eine Schätzung dann, wenn die Schätzung erwartungstreu ist für große Stichproben. Ja, werde ich jetzt hier gleich nochmal drauf kommen. Also eine asymptotische erwartungstreue Schätzung zu machen, das ist nur das Beispiel, die hier heißt konsistent. Ja, also das ist sozusagen asymptotische Erwartungstreue. Ich hatte jetzt hier kein Beispiel gemacht, aber dazu, aber daraus werde ich jetzt hier nochmal was dann nochmal kreieren. Eine Schätzung heißt asymptotisch erwartungstreu, wenn ja der Grenzwert, ja, im Prinzip, ja, des Erwartungswertes gegen den Parameter strebt, aber das ist sozusagen jetzt wieder der Fall. Und die Schätzung, wie gesagt, das ist die Voraussetzung dafür, heißt konsistent, wenn die Varianz wiederum der Schätzung gegen Null strebt, wenn jetzt hier an der Stichprobenumfang wächst. Nicht wahr? Also das heißt, das ist die Voraussetzung dafür. Nicht wahr? Na, im Prinzip. Ja, das ist die Voraussetzung, dass das gilt. Und wenn das gilt, dann heißt die konsistent zusätzlich dann, wenn die Varianz der Schätzung gegen Null gilt. Wenn die Varianz der Schätzung gegen Null gilt, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet im Prinzip ja, dass die Abstände zwischen den Schätzwerten, die jetzt hier dann im Prinzip jetzt hier dann rauskommen, und den Parameter tendenziell abnehmen. Tendenziell, wenn der Stichprobenumfang zunimmt. Wenn also der Stichprobenumfang zunimmt, wird die Schätzung damit tendenziell genauer werden. Na, also mehr Beobachtungen führen jetzt hier dann dazu, tendenziell, das muss ja nicht sein, na, tendenziell, na, also es kommt ja dort auf die Leute drauf an, vielleicht, also wenn das Idioten sind, dann nicht unbedingt. Na, das weiß man aber nicht bei der Datenhebung, nicht wahr? Also man weiß ja nicht, na, mit wem es zu tun hat, na. Verstehen Sie, was ich meine? Also es muss ja nicht so sein, aber die Tendenz wird dann sein, je mehr Beobachtungen jetzt hier man hat, desto genauer wird tendenziell die Schätzung sein, genauer im Sinne von, dass die Abweichung der Schätzwerte von dem Erwartungswert, na, was jetzt hier dann zumindest asymptotisch jetzt hier dann funktioniert, jetzt hier dann na, letztlich im Endeffekt dann Null sind. Na? Also das heißt also im Prinzip, die Varianzen streben ja gegen Null, wenn der Stichprobenumfang jetzt hier dann zunimmt. Das ist sozusagen das, was jetzt hier dann eine konsistente Schätzfunktion dann sein wird. Und bitte beachten Sie, dass das eine Vereinfachung ist, weil so kann ich ja sozusagen jetzt hier dann um den Begriff der, also Konvergenz in Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann herumkommen. Das ist aber eigentlich, also nur, dass Sie dann Bescheid wissen, aber das mache ich jetzt hier nicht in der Klausur. Das ist aber eigentlich nur eine hinreichende Bedingung, aber keine notwendige Bedingung für Konsistenz. Ja, also wenn es so ist, dann funktioniert es. Ja, aber das ist keine Äquivalenz. Aber wie gesagt, dazu, ja, das wäre jetzt hier sozusagen jetzt hier dann zu schwierig, ja. Hier nochmal die Interpretation. Die Schätzung, also die Streuung der Schätzung nimmt ab, wenn ja der Stichprobenumfang zunimmt. Ja, alles klar?
Nicht jede Schätzfunktion, die erwartungstreu ist, meine Damen und Herren, ist konsistent. Und nicht jede Schätzfunktion, die konsistent ist, ist auch erwartungstreu. Das werde ich jetzt hier auch nochmal dann verdeutlichen. Zum Beispiel die mittlere quadratische Abweichung ist nicht erwartungstreu, aber konsistent, weil sie zumindest mal asymptotisch erwartungstreu ist, aber dazu dann später mehr, ja? Dass Sie das jetzt hier dann gleich mal sehen. Ich mache jetzt hier mal ein Beispiel. Ich hatte jetzt hier eine Schätzfunktion für den Anteilswert, na, das hatten wir jetzt hier schon gehabt. Das werde ich jetzt hier nochmal noch mal durchgehen. Ja, also hier nochmal dieses Beispiel. Die Schätzfunktion, die ich jetzt hier dann hatte, also wie gesagt, das waren jetzt hier dann die Vorbereitungen und so weiter, bin nur die verteilte Zufallszahl. Wie gesagt, das Beispiel kennen Sie auch noch von letzter Woche, wo ich zum ersten Mal über Schätzfunktion sprach. Die Schätzfunktion für den Anteilswert der CDU-Wähler sah so aus. Wo das herkommt, das machen wir morgen. Ja, also zum Beispiel mit der Momentenmethode und so, aber das ist später mehr. Nicht wahr? Das ist sozusagen jetzt hier dann der Erwartungswert. Oder beziehungsweise jetzt hier dann die Schätzfunktion dazu. Ja? Und der Erwartungswert daraus, das hatte ich jetzt hier auch schon mal im Prinzip jetzt hier dann angegeben, passen Sie auf. Erwartungswert hatten wir schon berechnet, ja. Also nur, dass Sie dann Bescheid wissen, Erwartungswert war P gewesen, ja. Also nur, dass Sie das dann sehen, ja. Also der Erwartungswert der Schätzung war P gewesen. Damit, ja, ich wiederhole es nochmal gleich nochmal die Rechnung, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, ist der Grenzwert daraus, ja, der Grenzwert jetzt hier dann von dem Erwartungswert auch gleich P. Ja, das heißt also, wie gesagt, das hängt ja sowieso jetzt nicht von n ab, aber das macht ja nichts. Ne? Dann konvergiert das ja sowieso jetzt im Prinzip jetzt auch gegen p, ja, weil das ja sowieso eigentlich bei jedem Stichprobenumfang ja p ist. Ne? Aber das macht ja nichts, nicht wahr? Das heißt also, dann sehen Sie im Prinzip, dass jede erwartungstreue Schätzfunktion auch automatisch asymptotisch erwartungstreu ist. Das ist sozusagen jetzt hier dann die Rechnung dazu. Aber ich wiederhole mal ganz kurz diese Rechnung, die wir jetzt hier dann hatten. Na, also der Erwartungswert davon ist natürlich jetzt hier dann das hier. Na, also das ist jetzt hier einfach nur anders geschrieben. Dann haben Sie wieder Erwartungswerte Lineartransformation, ist dann Lineartransformation zu Erwartungswerte. Ich mache das ein bisschen schneller, weil wir das schon hatten. Ja? So schauen Sie sich da nochmal die Rechnung bitte an. Das ist von letzter Woche. Erwartungswertesumme ist die Summe der Erwartungswerte. Und Erwartungswerte sind jetzt dann alle P von der Bernoulli verteilten Zufallszahl. Also habe ich jetzt hier dann 1 geteilt durch n mal P raus. Und 1 geteilt durch n mal P ist dann offensichtlich jetzt hier dann P. Das heißt, die Schätzung ist erwartungstreu. Fangen Sie bitte da so damit an. Und dann ist sie auch asymptotisch erwartungstreu. Da müssen Sie das jetzt hier nicht nochmal machen. Ja? Also da, wie gesagt, ist jetzt hier sozusagen, das ist jetzt hier dann erwartungstreu. Und das würde jetzt hier dann auch im Prinzip dann auch funktionieren. Ja? Das ist sozusagen jetzt hier dann der Punkt. So. Dann, wenn das auch asymptotisch erwartungstreu ist, also wie gesagt, auch wenn der Grenzwert jetzt hier dann P ist, ne, weil das ist ja auch offensichtlich der Fall, der Wert ist ja dann P, dann ist natürlich auch der Grenzwert davon ja gleich P. Das würde ja sozusagen ja sowieso nichts verändern, nicht wahr? Dann kann ich die jetzt hier dann auf Konsistenz untersuchen. Jetzt halte ich mal ein bisschen zurück. Ja, also ich mache jetzt ein bisschen langsamer. Um die Konsistenz zu untersuchen, wenn die asymptotische Erwartungstreue erfüllt ist, muss ich einfach nur die Varianz berechnen und dann schauen, gegen was die Varianz dann strebt, gegebenenfalls, wenn der Stichprobenumfang erhöht wird. Ja, passen Sie auf. Also Varianz jetzt hier dann davon ist erstmal die Varianz der Lineartransformation. Das kann man jetzt hier nochmal noch anders schreiben. Das sieht man jetzt hier dann eigentlich auch schon. Varianz der Lineartransformation, meine Damen und Herren, ist nicht die Lineartransformation der Varianz. Wenn Sie jetzt hier dann 1 geteilt durch n, na, diesen Operator, ne, sind Sie ja hier, aus dem Varianzoperator herausziehen wollen, müssen Sie es quadrieren. Weil die Varianz, also vielleicht wissen Sie es ja noch, von a plus b mal eine Zufallszahl, jetzt hier in dem Fall b Quadrat mal die Varianz der Zufallszahl war. Das heißt also, wenn ich multiplikative Konstanten, die jetzt hier mit Zufallsvariablen multipliziert werden, weil die Summe ist eine Zufallszahl, wenn die Summanden Zufallszahl sind, ja, das sieht man ja, glaube ich, auch, wenn die multiplikativen Konstanten jetzt hier dann mit Zufallsvariablen verknüpft werden und ich die aus dem Varianzoperator herausziehen will, dann muss ich diese multiplikativen Konstanten quadrieren, meine Damen und Herren. Ne? Also wenn ich ja sozusagen die Werte verdopple, vervierfacht sich die Varianz der Zufallszahl. Ne? Das geht ja hier dann auch. Also wenn ich die Werte mit 1 durch n mal nehme, dann ist die Varianz jetzt hier dann daraus 1 geteilt durch n zum Quadrat mal die Varianz der Zufallszahl. Das habe ich jetzt hier mal hingeschrieben. Deswegen also hier, wie ich das jetzt hier dann quadratisch herausziehen kann. Und die Varianz der Summe ist, meine Damen und Herren, da muss man aufpassen, ist dann Varianz, na, also Summe der Varianzen plus zweimal die Kovarianzen, also die Summe der Kovarianzen, aber die Kovarianzen sind jetzt hier dann 0, weil die jetzt hier dann unabhängig sein sollen. Na, also das hatte ich jetzt hier dann auch schon mal erwähnt. Na, also das heißt, in dem Fall wäre das ja die Varianz der Summe. Das sieht man ja dann eigentlich auch.
Aber die Varianzsumme ist hier die Summe der Varianzen, weil das, was die Person A macht, nicht davon abhängt, was die Person B macht. Ne? Also gerade bei der Wahl. Das ist eine Annahme, die ich dann treffen muss. Ja? Also da, wie gesagt, die ich jetzt hier dann ohne, das wäre das natürlich etwas bisschen komplizierter. Ja, wenn man jetzt hier nochmal die Kovarianz, weil wenn nur die Verteilten zu fast Variablen jetzt hier nochmal angeben müsste. Ja? Na gut, aber das ist jetzt hier dann nicht so wichtig. Jetzt passen Sie auf, es geht weiter. Ja? 1 geteilt durch n mal die Summe der Varianzen. Ist natürlich jetzt hier dann 1 geteilt durch n mal p mal 1, also 1 geteilt durch n mal die Summe jetzt hier dann von p mal 1 minus p, denn die Varianz der Zufallszahl war gewesen, nicht Sigma Quadrat, sondern die Varianz der Zufallszahlen waren p mal 1 minus p gewesen, das ist die Varianz der Bernoulli-Verteilung, das sieht man ja hier dann auch, das habe ich jetzt hier dann eingesetzt, sieht man glaube ich, und dann haben Sie 1 geteilt durch n zum Quadrat mal n mal p mal 1 minus p, nicht wahr, und 1 geteilt durch n mal p mal 1 minus p ist dann offensichtlich jetzt hier dann p mal 1 minus p geteilt durch n. Meine Damen und Herren, das ist die Varianz der Zufallszahl, nicht wahr? So, wenn dieses Ding gegen 0 strebt, ne, für, also ne, wenn die Stichprobe dann wächst, ne, wenn dieses Ding jetzt hier dann gegen 0 strebt, dann heißt die Schätzfunktion konsistent, weil wie gesagt, erstens, sie war asymptotisch erwartungstreu und zweitens, die Varianzerschätzung strebt gegen 0. Also damit hätte ich dann sozusagen jetzt hier das dann auch schon gesehen. Ja, dann muss ich jetzt hier dann den Grenzwert davon bestimmen. Ja, das ist die Varianz jetzt hier dann davon. Ja, das hatte ich ja hier vorhin ausgerechnet. Das müssen Sie tun im Übrigen. Also das wäre sozusagen noch Gegenstand der Klausur. Das wäre noch im Rahmen. Sie müssen dann die Varianz der Zufallszahl ausrechnen. Also die Varianzerschätzung in diesem Fall. Und dann müssen Sie dann schauen, gegen was das Ding dann strebt. Wenn ja, der Stichprobenumfang gegen unendlich geht. Das ist jetzt hier, glaube ich, jetzt hier dann leicht nachzuvollziehen. Was passiert mit dem Ausdruck, meine Damen und Herren, wenn der Stichprobenumfang gegen unendlich geht? Ja, so p mal 1 minus p ist der Zähler, der bleibt gleich. Wenn der Nenner über alle Grenzen hinaus wächst, aber der Zähler gleich bleibt, was passiert dann mit dem Bruch? Naja gut, das ist jetzt hier dann offensichtlich. Der hier strebt dann gegen 0, jetzt hier dann, wenn letztlich im Endeffekt ja n gegen unendlich strebt. Also je größer der Nenner wird, desto kleiner wird jetzt natürlich der Bruch sein, weil der Zähler jetzt hier dann auch gleich bleibt. Also Folge ist natürlich, dass die Varianz der Schätzung gegen 0 strebt. Mit anderen Worten, wenn die Varianz der Schätzung gegen 0 strebt, also solche einfache Grenzwerte sollten Sie hinkriegen, ja? Das sind so relativ einfache Sachen. Also ich werde jetzt hier dann nicht aufs Kreuz legen, ja, was Grenzwerte angeht. Aber so paar Sachen, also was weiß ich, 1 geteilt durch n für n gegen unendlich und so, da sollten Sie eigentlich wissen, dass das gegen 0 geht. Ja, also das erwarte ich dann schon. Ja? Damit, meine Damen und Herren, ist die Schätzfunktion jetzt hier dann letztlich im Endeffekt ja konsistent. Denn sie war erwartungstreu gewesen, damit auch asymptotisch. Ja? Also sie war ja zumindest asymptotisch erwartungstreu. Ja? Wenn sie erwartungstreu ist, ist es automatisch. Und zweitens, wenn die Varianz jetzt hier dann gegen 0 strebt, heißt es ja im Prinzip, dass die Schätzung genau wird. Also heißt im Prinzip dann Folgendes, je mehr Leute Sie fragen, vorausgesetzt man hat Unabhängigkeit, je mehr Leute Sie fragen, desto genauer wird tendenziell das Ergebnis jetzt hier dann für die Schätzung dann sein. Macht eigentlich auch Sinn. Stellen Sie sich mal vor, zum Beispiel, Sie fragen 10 Leute, von 10 Leuten, was weiß ich, wählen 3 die CDU oder so, aber Sie fragen dann 1000 Personen, ja, wo ist die Schätzung dann tendenziell genauer natürlich, wenn Sie dann 1000 Personen fragen. Kommt natürlich auf die Leute drauf an, ja, aber wenn jetzt hier dann die Antwort unabhängig sind, dann sollte das jetzt hier dann zumindest tendenziell genauer sein, wenn Sie das jetzt hier dann bei 1000 Leuten dann tun. Das ist die Interpretation. Jetzt zeige ich mal ein Gegenbeispiel, also ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel, wo die Schätzung dann erwartungstreu wird, das heißt also im Mittel bekommen Sie das Richtige heraus, aber nicht konsistent, weil die Varianz der Schätzung dann nicht gegen 0 streben wird, also erwartungstreu hätte ich dann, aber keine Konsistenz, jetzt passen Sie auf. Ich mache jetzt hier mal folgenden Vorschlag, wie gesagt, also wie man Schätzfunktionen konstruiert, das machen wir morgen. Die fallen jetzt erstmal vom Himmel, ja, also Sie müssen sich erstmal nicht darum kümmern, wie komme ich darauf. Ich mache jetzt hier dann sozusagen das arithmetische Mittel aus den ersten 10 Beobachtungen. Das bedeutet also, ich habe jetzt hier dann mal einen Vorschlag gemacht, schätze den Erwartungswert mit dem arithmetischen Mittel aus der ersten 10 Beobachtungen, ignoriere den Rest. Dass das keine gute Idee ist, werde ich jetzt hier nochmal demonstrieren. Ja, also Sie finden vielleicht schon das von der Intuition her, aber ich muss natürlich auch begründen, warum das keine gute Idee ist, verstehen Sie? Und das wird keine gute Idee sein, und zwar deswegen, weil die Schätzung, meine Damen und Herren, nicht konsistent sein wird, verstehen Sie? Das Problem. Die wird erwartungstreu sein, also Erwartungstreue hätten Sie, damit auch asymptotisch, aber nicht die Konsistenz. Das ist sozusagen das Problem. Ja, ich muss es natürlich auch begründen. Also warum ist es keine gute Idee, nur die ersten 10 Beobachtungen für die Schätzung des Erwartungswertes zu berücksichtigen? Da wird die Antwort sein, weil die Schätzung daraus nicht konsistent sein wird. Weil sie natürlich also eine Varianz jetzt hier dann haben wird, die nicht gegen 0 strebt, wenn ja der Stichprobenumfang jetzt hier dann erhöht wird. Überlegen Sie mal. Wenn Sie nur die ersten 10 Beobachtungen berücksichtigen, dann spielt es doch keine Rolle, ob Sie dann, was weiß ich, 1000 Beobachtungen haben oder 10.000 oder 1 Million. Verstehen Sie? Sie nehmen sowieso nur die ersten 10.
Wenn Sie sowieso nur die ersten 10 nehmen, dann passiert damit der Varianz nichts, wenn Sie den Stichprobenumfang erhöhen. Damit wird also die Schätzung ja nicht genauer. Ne? Das ist sozusagen das Problem. Wie gesagt, dass das keine gute Idee ist, das würde ich jetzt hier dann gerade begründen, aber ich muss es natürlich auch begründen können, dass es keine gute Idee ist. Ne? Also wie sieht es mit der Konsistenz aus? Wie gesagt, also wenn ich den Erwartungswert davon bestimmen will, ich warte, das nenne ich jetzt hier mal so, Mühdach 10, ja, weil die ersten 10 Beobachtungen jetzt hier berücksichtigt werden, ist das der Erwartungswert jetzt hier dann hier vorn? Der Erwartungswert an der Lineartransformation ist die Lineartransformation des Erwartungswertes. Ich ziehe jetzt sozusagen ein Zehntel mal jetzt hier dann heraus. Und der Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Ich habe jetzt hier dann sozusagen 2 Schritte auf einmal gemacht. Ich spreche sozusagen in die Summe ein und ich spreche jetzt hier dann auch sozusagen in die Lineartransformation dann ein. 2 Schritte auf einmal. Das hatten Sie schon ein paar Mal gehört. Erwartungswert jetzt hier dann ist natürlich μ. Das bedeutet, Sie haben jetzt hier dann 1 geteilt durch 10 mal 10 mal μ. Also das ist sozusagen das, was jetzt Sie dann bekommen. Und das ist natürlich μ. Das bedeutet, dass Sie sehen ja hier, die Schätzung macht im Durchschnitt das Richtige. Wenn Sie die ersten 10 Beobachtungen berücksichtigen, ja, und das machen Sie die ganze Zeit, dann passiert im Durchschnitt das Richtige. Ja, im Prinzip, wenn Sie jetzt den Erwartungswert schätzen. Offensichtlich, weil der Erwartungswert der Schätzung jetzt hier dann μ ist. Das heißt, Sie können damit rechnen, dass jetzt hier sozusagen der Parameter herauskommt dabei. Ob das so sein wird oder nicht, ist eine andere Geschichte. Verstehen Sie das? Also insofern ist die Schätzung ja in Ordnung. Das Problem ist jetzt nur, also das ist nicht das Problem, dass die Schätzung verzerrt ist. Ne? Das heißt also im Prinzip, die Schätzung ist erwartungsvoll. Das Problem ist jetzt hier dann natürlich auch, dass die Schätzung nicht konsistent ist. Das ist das Problem. Ja, das ist deswegen, also das jetzt hier nur das mal sehen. So, jetzt passen Sie auf, Varianz, das sieht man ja hier dann auch, die Varianz der Schätzung wird nicht gegen Null streben. Sprechen Sie jetzt hier mal, na, im Prinzip, also Varianz davon ist jetzt hier dann die Varianz, jetzt hier dann einfach von der Definition halt. Und wenn ich jetzt hier dann 1 geteilt durch 10 aus dem Varianzoperator herausziehen will, dann muss ich es quadrieren. Das wäre sozusagen 1 geteilt durch 100 mal die Varianz der Summe, nicht wahr? Aber 1 geteilt durch 100 mal die Varianz der Summe ist natürlich jetzt hier dann 1 geteilt durch, na, im Prinzip jetzt hier dann die Summe der Varianzen. Warum? Weil jetzt hier dann die Beobachtungen unabhängig voneinander sein sollen. Also das, was die Person 1 macht, ja, hat jetzt hier dann vielleicht nichts damit zu tun, jetzt hier, was die Person jetzt hier dann 2 machen würde und so weiter. Das heißt also auch hier 1 geteilt durch jetzt hier dann 100, na, ich ziehe das jetzt sozusagen dann raus und breche jetzt hier gleichzeitig noch in die Varianz der Summe dann ein. Die Varianz der Summe ist dann die Summe der Varianzen, meine Damen und Herren. Und die Summe der Varianzen ist jetzt hier in dem Fall dann offensichtlich 10 mal Sigma Quadrat, nicht wahr? Also den hatten wir jetzt hier sozusagen, weil das jetzt hier dann 10 mal, also das ist ja Sigma Quadrat, nicht wahr? Dann hätten Sie ja Sigma Quadrat bis Sigma Quadrat bis Sigma Quadrat bis Sigma Quadrat 10 mal drin. Ne? 10 mal Sigma Quadrat mal 1 geteilt durch 100 ist jetzt hier dann die Varianz der Schätzung. Sehen Sie ja hier, das ist dann 0,1 mal Sigma Quadrat. Aber 0,1 mal Sigma Quadrat, wie Sie das jetzt hier dann unschwer erkennen können, strebt nicht gegen 0. Ne? Das ist sozusagen jetzt hier dann nicht 0. Daher ist, meine Damen und Herren, die Schätzung hierzu nicht konsistent. Wenn Sie die ersten 10 Beobachtungen berücksichtigen und nur die ersten 10 Beobachtungen berücksichtigen, dann spielt es doch keine Rolle, ob Sie 100, 1000, 10.000 oder 1 Million Beobachtungen haben. Die Varianz wird immer die gleiche bleiben, verstehen Sie? Die strebt also nicht gegen Null. Die Schätzung wird also nicht genauer, wenn Sie den Stichprobenumfang erhöhen. Ist ja offensichtlich. Ja, wenn Sie nur die ersten 10 Beobachtungen berücksichtigen, was soll ja sonst passieren, ja? Wenn Sie sozusagen das jetzt hier machen. Das heißt, die Schätzung ist nicht konsistent. Sehen Sie es? Ja? Ein Beispiel jetzt hier, wo die Erwartungsfreude da ist, aber die Konsistenz nicht da ist. Das ist sozusagen jetzt hier dann, also, ne? Wie gesagt, nicht jede Schätzung, die erwartungsfrei ist, ist konsistent. Und nicht jede Schätzung, die konsistent ist, ist erwartungsfrei. Weil sie vielleicht jetzt nur asymptotisch erwartungstreu ist, aber nicht erwartungstreu. Ja? Also, dass Sie das vielleicht jetzt hier nochmal sehen. Ich habe jetzt hier nochmal eine Liste vorbereitet. Ja? Also, so eine Liste finden Sie jetzt natürlich im Skript, das müssen Sie nicht auswendig lernen, aber von den Schätzfunktionen, die wir jetzt hier dann hatten, also von den Schätzfunktionen, die wir jetzt hier dann hatten, ich sammle die mal, ja? Das jetzt hier nochmal dann sehen, also der Erwartungswert, na, wenn das jetzt hier dann die Schätzfunktion war, das arithmetische Mittel, meine Damen und Herren, passen Sie auf, ist erwartungstreu, das sollten Sie auch mal selbst jetzt hier dann gemacht haben, also das wäre sozusagen auch relevant für die Klausur, dass Sie das bitte zeigen können. Ja, also wie gesagt, das sollten Sie zeigen können. Sie sollten zumindest auch die asymptotische Erwartungstreue jetzt hier dann sehen. Wenn Sie jede Schätzung zu die erwartungstreu ist, ist natürlich auch erwartungstreu für große Stichproben. Nicht wahr? Das ist dann sozusagen dann auch klar. Und die Konsistenz sollten Sie jetzt hier in diesen Definitionen dann auch zeigen können. Ja, also das heißt, das wäre sozusagen, alle drei wären jetzt hier sozusagen relevant für die Klausur, dass Sie in der Lage sind, das zu zeigen. Hatten wir aber schon, ja, also indirekt, ja, auch in den Tutorien wird das jetzt hier dann auch getan. Also dazu, wie gesagt, werde ich Sie auch mit Beispielen versorgen, wenn Sie dazu nochmal welche Beispiele jetzt hier dann haben wollen, weil
Es kann ja sein, dass vielleicht die Tutorien das jetzt hinreichend abdecken. So, jetzt passen Sie auf, wenn ich den Parameter jetzt hier damit schätzen will, das ist sozusagen hier das Beispiel gewesen, wo die ersten 10 Beobachtungen nur berücksichtigt werden und sonst nichts. Wenn ich nur die ersten 10 Beobachtungen berücksichtige, habe ich dann die Erwartungstreue, das hatten wir jetzt hier dann vorhin gesehen, aber die Konsistenz nicht. Ja, wie gesagt, also die Aufgabe hatte ich jetzt hier dann gerade gemacht. Im Prinzip wäre das hier die Verallgemeinerung dessen. Also das wäre sozusagen eine leichte Aufgabe, das jetzt hier dann, zu, wie gesagt, zu beide zu zeigen. Also bitte beachten Sie, dass hier beide Sachen wären dann relevant für die Klausur, insofern, dass Sie dann bitte dann auch in der Lage sind, ja, für beide Schätzfunktionen, sorry jetzt hier, dann der Editor lässt mich das jetzt hier noch nicht machen. Also wie gesagt, alle, ja, 6 Konzepte sollten Sie zumindest jetzt hier dann auch zeigen können. Ich habe das jetzt hier zumindest auch indirekt getan. Alles klar? Also wie gesagt, das wäre sozusagen jetzt hier dann noch in der Klausur drin. Ja, dass Sie dann bitte, also ich gebe Ihnen sowas, ja, und dann untersuchen Sie jetzt hier dann die Schätzung zum Beispiel auf Erwartungstreue, Konsistenz und so Zeug, ja. Effizienz jetzt hier dann nicht, nur wenn Sie dann mehrere Schätzfunktionen dann haben, ja, also die auch erwartungstreu sind. Gut, das, was jetzt hier dann, wo es dann weitergeht, also wie gesagt, das hatten wir auch, ja, also diesen Parameter hätten wir auch geschätzt, nicht wahr? Erwartungstreue war gewesen, ja, asymptotische Erwartungstreue und Konsistenz war gewesen, auch das wäre sozusagen jetzt hier dann Gegenstand der Klausur, ja, also der, für den Anteilswert, meine Damen und Herren, das hatten wir jetzt hier dann gehabt. Das habe ich auch gemacht, ja, für den Erwartungswert, also Erwartungstreue. Das wäre für die Klausur zu lang, also der, ne, die Rechnung wäre zu lang, zumindest aus meiner Perspektive. Sie würden dann an der Aufgabe, was weiß ich, 10, 20 Minuten da sitzen. Das möchte ich auf gar keinen Fall, ja, dass Sie jetzt hier dann sozusagen damit Zeit verbringen. Aber meine Damen und Herren, ich würde mir trotzdem wünschen, dass Sie sich die Rechnung dann anschauen. Die Rechnung ist steinig, ich gebe es zu, aber nicht schwer. Ja? Sie brauchen nur zu wissen, was ist die Varianz? Was ist der Erwartungswert einer Lineartransformation? Was ist die Varianz einer Lineartransformation? Was ist die Varianz einer Summe? Und was ist der Erwartungswert einer Summe? Das sind alles Sachen, die wir jetzt schon hatten. Also da kommt alles zusammen. Ja? Und wie gesagt, also das wäre sozusagen sehr wichtig, dass Sie das jetzt hier nochmal dann anschauen. Asymptotische Erwartungstreue hatten wir jetzt hier dann nicht gezeigt, aber vielleicht kann ich das jetzt hier nochmal dann machen. Ja? Also dass Sie das jetzt hier nochmal ganz kurz sehen, dass das asymptotische Erwartungstreue ist. Also das mache ich jetzt hier nochmal gleich. Der Erwartungswert, passen Sie auf, von der Schätzung, also von der mittleren quadratischen Abweichung, leg das mal hier weg, ja, weil das hat jetzt mit diesen nichts zu tun, also ich zeige Ihnen das mal, ja, weil das hatte ich jetzt wieder nicht getan, das wollte ich ja vielleicht dann doch machen. Der Erwartungswert der Schätzfunktion, ja, also der mittleren quadratischen Abweichung, war gewesen, passen Sie auf, n minus 1 geteilt durch n mal, jetzt in dem Fall dann Sigma Quadrat. Sigma Quadrat ist der Parameter, den ich dann schätzen wollte. Das ist nicht Sigma Quadrat, offensichtlich, meine Damen und Herren. Das bedeutet also, die Schätzung ist jetzt hier nicht E-treu. Ja, also das ist nicht erwartungstreu. Ich glaube, das ist hier sozusagen jetzt hier dann nachvollziehbar. Ja. Aber meine Damen und Herren, was würde passieren, wenn ich jetzt hier dann beispielsweise, passen Sie auf, den Grenzwert davon berechnete, sprich also den Grenzwert vom Erwartungswert, ja, wenn jetzt hier dann der Stichprobenumfang zunimmt. Weil da kommt jetzt hier nämlich dann der Parameter wieder raus. Das werden Sie jetzt hier nochmal dann sehen. Der Grenzwert davon ist natürlich jetzt hier dann der Grenzwert hiervon. Das bedeutet also, Sie berechnen den Grenzwert, na, von n minus 1 geteilt durch n mal Sigma Quadrat für n gegen unendlich. Nicht wahr? Das könnten Sie natürlich jetzt hier dann auch splitten. Na, also daraus könnten Sie vielleicht dann Folgendes tun. Also n minus 1 geteilt durch n, nicht wahr? Wird, also wenn Sie das jetzt hier dann, den Bruch dann splitten, ist jetzt hier in dem Fall dann, also ich mache das jetzt hier nochmal in Teilschritten, n geteilt durch n minus 1 geteilt durch n, nicht wahr? Mal die Varianz, ne, von der Zufallszahl. Und n geteilt durch n minus 1 geteilt durch n ergibt jetzt hier dann offensichtlich 1 minus 1 geteilt durch n mal die Varianz jetzt hier dann der Zufallszahl. Jetzt meine Frage an Sie, ja, wenn Sie das jetzt hier dann nochmal etwas gesondert betrachten, was passiert ja hier mit dem 1 geteilt durch n, wenn n gegen unendlich strebt? Wenn n gegen unendlich strebt, strebt jetzt hier dann 1 geteilt durch n, meine Damen und Herren, gegen 0. Wenn das gegen 0 strebt, ne, also dieses Ding hier, 1 geteilt durch n, der hier, der da, strebt ja gegen 0. Wenn 1 geteilt durch n gegen 0 strebt, strebt jetzt hier dann das Ganze, jetzt hier in dem Fall, gegen Sigma Quadrat. Da das Ganze gegen Sigma Quadrat strebt, sehen Sie ja im Prinzip, dass die Schätzung zwar nicht erwartungstreu ist, aber zumindest asymptotisch erwartungstreu ist. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, für große Stichproben ist das jetzt hier dann im Prinzip jetzt hier dann ganz gut. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das heißt, die Schätzung ist erwartungstreu. Ja, also das heißt, also ich schreibe jetzt hier nochmal dazu, zumindest asymptotisch. Ja? Also d Quadrat ist ja jetzt hier dann zumindest asymptotisch erwartungstreu. Nicht erwartungstreu, aber asymptotisch schon. Für große Stichproben geht's.
Jetzt passen Sie auf, um Ihnen vielleicht mal eine Intuition zu geben, warum gerade zum Beispiel im Bereich Finanzen das jetzt dann wenig Praxisrelevanz hat, wenn Sie jetzt dann die Korrektur dann vornehmen. Ich möchte das jetzt hier vielleicht mal kurz dann erklären. Also vielleicht können Sie mal davon ein Bild machen, ja? Dann können Sie mir das dann schicken, dann kann ich das sozusagen in die Folien dann reinschummeln. Also hier nochmal sozusagen die Rechnung dazu, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, ja, wenn Sie möchten. Ja? Also das wäre vielleicht mal gar nicht mal schlecht, ja? Aber das ist jetzt eigentlich auch nicht schwer. Ja? Man kommt jetzt hier dann leicht darauf. Und zwar, ja gut, was war erwartungstreu gewesen? Erwartungstreu gewesen war die korrigierte Version. Na, das heißt also, die korrigierte Version war erwartungstreu, nicht wahr? Jetzt hier dann für die Variantschätzung, das hatten wir jetzt hier dann quasi gehabt, die unkorrigierte nicht. Na, das heißt also, 1 geteilt durch n mal die Summe, jetzt hier im Prinzip, jetzt hier dann hiervon, die war nicht erwartungstreu. Na? Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied jetzt hier dann zwischen den beiden? Das ist jetzt hier dann leicht nachzuvollziehen. Hier teilen Sie mit den Freiheitsgraden und hier teilen Sie jetzt hier dann mit dem Stichprobenumfang. Der Unterschied ist jetzt natürlich jetzt hier dann 1. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben 10 Millionen Beobachtungen. Ja, ob Sie eine Summe durch 10 Millionen Beobachtungen teilen oder durch 9.999.999, ja, das ist dann auch scheißegal, Entschuldigung. Ja, also, verstehen Sie, meine Kollegen sagen ja dann auch zum Beispiel zu mir, ja, du hast die Variantschätzung nicht korrigiert, ja, da fehlt eine Beobachtung, da sage ich, da fehlt eine, wen juckt's, ich habe 10 Millionen, verstehen Sie, das fällt da nicht auf. Ja, das fällt vielleicht an der 30. Kommastelle auf. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das heißt, wenn der Stichprobenumfang groß ist, ja, in Anführungszeichen groß, zum Beispiel 10 Millionen, ja, dann ist es doch egal, ob Sie eine Summe durch 10 Millionen oder durch 10 Millionen minus 1, Sie wissen Bescheid. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Wen juckt's? Ja, das interessiert keine Sau. Das würden Sie gar nicht merken. Verstehen Sie, was ich meine? Aber wenn Sie zum Beispiel nur 7 Beobachtungen haben, ja, oder durch 6, ja, das könnte schon einen Unterschied machen. Alles klar, jetzt ist die Frage, ab wann macht man es nicht mehr? Ja, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ich sage jetzt mal so, ab 50 Beobachtungen fällt mir das nicht mehr auf, ja, für mich. Ja? Also, wie gesagt, aber für die Klausur, das ist egal. Ja? Also, machen Sie das mal schön, ja, wie man das jetzt hier aus der Formel dann macht und gut ist. Aber ich sage jetzt mal so, aus dem Bereich Finanzen, ja, also da hat man mit sehr großen Datenmengen zu tun. Überlegen Sie mal, also mittlerweile gibt es jetzt hier dann Daten, 500.000 Beobachtungen pro Millisekunde. Hören Sie zu, 500.000 Beobachtungen pro Millisekunde. Lassen Sie das Ding mal eine Stunde laufen, hier, dann brennt die Festplatte. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist unvorstellbar. Ja, also dann sagen die Leute, da fehlt eine Beobachtung. Ja, okay, ja, ich habe 80 Milliarden. Ja, wen juckt's? Ja, verstehen Sie, was ich meine? Also dann fällt es halt nicht auf. Ja, da fehlt halt, könnten auch 100.000 Beobachtungen fehlen. Ja, bockt mich dann nicht. Ja, okay, gut, aber nur, dass Sie dann verstehen. Ja, so. Die, ne, die Bedeutung dessen heißt ja, weil die Schätzung ja doch asymptotisch erwartungstreu ist. Ne? Deswegen. Ne? Also für große Stichproben ist egal. Ja, für kleine nur. Ne? Im Prinzip. Ne? Das ist sozusagen hier das, was ich jetzt hier nochmal dann zeigen wollte. Gut, meine Damen und Herren, ja, gehen wir nochmal kurz die Liste dann durch. Also wie gesagt, nochmal die Schätzung, die Sie dann kennen. Die war nicht erwartungstreu, aber asymptotisch. Das hatte ich jetzt hier sozusagen ja hier jetzt hier dann gerechnet. Das sollten Sie noch hinkriegen, ja? Also Erwartungswert von denen würden Sie dann von mir bekommen in der Klausur und dann zeigen Sie, dass das zumindest asymptotisch jetzt hier dann funktioniert, ja, und dann funktioniert es jetzt hier auch mit der Konsistenz, deswegen, also, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, das ist konsistent, das hat mir gesehen, also wie gesagt, das sollten Sie können, ja, Sie sollen das können, wenn ich dann sozusagen den Erwartungswert gebe, das müssen Sie nicht mehr können, ja, also hier die Konsistenz davon zu zeigen, das ist etwas schwieriger, da brauchen Sie jetzt hier noch ein paar weitere Annahmen dafür. Das werde ich jetzt hier dann nicht machen. Ja, also die Konsistenz, also wie gesagt, das brauchen Sie nicht zu zeigen, aber Sie sollten es wissen. Ja, also dass es dann sozusagen hier dann geht. Ja, und dafür, das sind ja auch konsistent und diese Schätzung, meine Damen und Herren, das könnten Sie noch machen. Ja, also da, wie gesagt, wäre das jetzt hier vielleicht noch zumutbar, aber das wäre vielleicht ein bisschen schwieriger. Wäre dann, also wie gesagt, die Konsistenz, ja, die müssen Sie bei der jetzt hier dann nicht zeigen, aber bei der. Ja, also für die Klausur, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, das sehen Sie ja nochmal in den Aufnahmen. Konsistenz jetzt hier dann nur für die erste. Für die anderen ist es schwierig, da brauchen Sie nämlich das vierte Moment. Ja, da müsste ich Ihnen vielleicht nochmal sagen, okay, die Zufallsvariable ist normal verteilt oder so. Ja, dann vierter Moment ist jetzt hier dann 3. Also da könnte man sozusagen auch die Konsistenz jetzt hier dann knacken. Aber ansonsten, wie gesagt, ja, vergessen Sie das mal. Das wird jetzt hier dann sozusagen dann nicht sein. Ja, in der Regel. Wie gesagt, das kann man sozusagen mit einer Transferaufgabe dann machen. Aber das ist dann etwas schwieriger. Deswegen, das lasse ich dann. Ja. Jetzt passen Sie auf, bei den Kleinstquadrateschätzern ist es dann so, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, dass Sie das wissen sollen. Also da, um die erwartungsvolle Konsistenz zu zeigen, das ist schon schwieriger. Ja. Also da, wie gesagt, das machen Sie vielleicht, wenn überhaupt im Master, das ist die Fortsetzung, ja. Muss ich auch nochmal was zeigen, ja. Dass es dann etwas schwieriger ist. Sie sollten es aber wissen.
Dass das jetzt wieder nicht erwartungstreu ist, sollten Sie auch wissen. Also da im Prinzip jetzt hier dann die Verzerrung der, na, das ist die Varianz der Residuen, was Sie sehen. Also hier sehen Sie nochmal, das hier ist dann RSS, nicht wahr? Das ist jetzt hier dann die gleiche Summe, nicht wahr? Und dann müssen Sie ja mit den Freiheitsgraden korrigieren, damit das erwartungstreu wird. Aber für große Stichproben ist es auch nicht so wichtig, ja? Da ziehen Sie jetzt hier dann zwei ab, ja? Sie haben 1 Million Beobachtungen, nicht wahr? Und dann hier teilen Sie dann nicht durch 1 Million, sondern 1 Million minus 2, also sprich 998.998, glaube ich, ne? Also irgendwie sowas, ja. Ist egal, ja. Mir fällt nicht auf, ja. Gut, meine Damen und Herren, auch Konsistenz. Also wie gesagt, das ist ausgesprochen schwierig, ja. Das müssen Sie nicht tun. Vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen, sage ich mal, die Erwartungstreue des kleinen Quadratischsatzes, aber wie gesagt, das ist schon etwas fortgeschrittener, ja. Wie gesagt, also da jetzt hier, das dann nur, dass Sie das dann wissen, meine Damen und Herren. Gut, asymptotische Erwartungstreue hatte ich jetzt hier auch ein Beispiel gehabt, also dass Sie das auch nochmal dann sehen. Und ansonsten, wie gesagt, ich mache jetzt hier dann morgen weiter mit der Momentenmethode, da sehen Sie mal, wie man Schätzfunktionen dann konstruieren kann, unter anderem. Meine Damen und Herren, wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen. Vielen Dank.